Jetzt habe ich mir gedacht, machen wir heute mal noch ein bisschen an unserem Gobelin weiter. Guck mal, was da so abgeht. Machen wir hier ASMR. Gucken wir mal, was hier abgeht. Ich hoffe mal, das passt nachher vom Reingesumme hier. Haben wir ja unseren schönen grünen Goblin. Und dann werden wir heute mal schön mit dem transparenten Rot-Violett ein bisschen reingehen. Wenn wir natürlich ins Violett-Rot reinpacken, wird das mehr Magenta-Farben. Aber ich habe mir gedacht, wenn, dann passe ich das ungefähr tonlich zu dem Grün an, ein bisschen mehr. Dann ist halt ein bisschen mehr Magenta-Farben, ist aber auch egal. Ich habe das vorhin mal kurz ein bisschen ausprobiert, wie das andersrum aussieht. Das hat mir nicht so gefallen. Deswegen nehmen wir das. Jetzt muss ich hier immer nur kurz schauen, dass das nachher schön hoch genug für mich ist. Dann können wir hier an unserer Briefmarke weiterarbeiten. Aber ich sehe noch ein bisschen höher. Ich mag das nicht so, wenn ich nachher brush und die ganze Zeit so das dann nach unten Blick oder mein Genick die ganze Zeit so geknickt ist. Da kriege ich die Krätze, ey. Ja, Apfelsaft man die macht. Servus, Dani. Ja, ich bin heute schon bewaffnet. Ich bin zwar ja noch ein bisschen erkältet, das hält mich aber nicht davon ab, heute noch eine Kleinigkeit zu trinken. Und schaut mal, ich zeige natürlich hier ja, nur ein Täschchen hier. Ah, Zwiefalter Klosterbräu. Da werde ich mich heute mal ein bisschen dran verköstigen. Woher ich das wohl nur habe, das ist ganz seltsam. Das ist mir einfach so in den Schoß geflogen. Und da bin ich schon ganz geil drauf. So, kann man so schön Genuss trinken. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr seid alle gesund. Dani hat dann auch wieder schön. Geiles Bild hast du schon wieder angefangen. Gefällt mir mega. Männerhandtasche, aber sowas von. Das ist geil. Die Männerhandtasche gefällt mir auch wirklich. Ich glaube, die ist eigentlich ganz geil. Wenn ich dann mal nur wieder rüber zum See will und ich habe noch irgendjemanden da, der so schön im Sommer mal hier ein paar Apfelsaftflaschen und ein bisschen was für die Girls, ein bisschen Wasser, ein bisschen Aqua de Hahn und dann passt das, glaube ich, ganz gut. Oh. Fit wie ein Turnschuh, so muss das sein. Ja, ich sehe schon, hier gibt es wieder Regenaustausch. Ich zoome mal ran. Ihr seht, ich habe es ja falsch eingestellt. Einmal noch kurz hier. So ein bisschen, ja. So. Perfekto, wir lassen das mal so. Und dann gucke ich mir mal die Haarschuhe an. Leg mir mal gleich noch ein bisschen hier kurz das Radierfutzelzeug hin, falls doch gleich was schief geht oder so. Habe ich gleich mal was zum Wegfummeln. Zum Wegfutzeln. So. Haben wir unseren Glasradierer und einen schönen Faber-Castell-Radierer. Den kennt man ja. Achim, servus. Ja, in Natura wirkt er viel kleiner. Das hört sich jetzt komisch an. Er wirkt viel größer. Das ist tatsächlich meistens so. War ganz witzig. So, jetzt schaue ich mal. Es flattert mir hoffentlich nicht rum, dann bin ich zufrieden. Wenn es nicht rumflattert, wie im Winde, dann bin ich schon zufrieden. Schauen wir einfach mal. Ja, herrlich. Heute haben wir natürlich mal zur Abwechslung die Infinity. Ah, 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 ah. Din, 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 din. Das ist so geil, wie der Dani das bei Instagram verlinkt hat mit Infinity, den Sound. Ich fand es so geil, ich hab's so gelacht, weil ich es so witzig fand. Und die funktioniert tatsächlich richtig gut, wenn man die mal gescheit sauber macht. Schau an. Ich schock nix mehr. Ja, mich langsam auch nicht mehr. Ich werde durch euch total abgehärtet. Das ist ein ganz anderes Abhärten. Das müssen wir ja mal kurz zurechtfinden, weil das hier ist alles ein bisschen fuchswild auf dem Referenzbild.
Mich hier jetzt mal kein Käsebau. Er will schon Käse. Hoppala. Ja, wer will denn schon Käse haben? Muss ich da ja. Naja, ich habe nie gesagt, dass ich ein guter Sänger bin. Aber ich singe immer ganz gern. Vor allem dann, wenn es gar nicht passt. Das ist eigentlich immer ganz nice, oder? So ein richtig schönes Gedudel. Der Dudelmeister. Ich sag's euch, heute war wieder ein anstrengender Tag. Ich glaube, wenn ich heute einen Apfelsaft trinke, dann bin ich, glaube ich, schon gut dran. Ich glaube, das reicht mir heute. Hier mal so ein bisschen das Loch. Ja, Dani, bei meiner war das tatsächlich jetzt so. Das ist jetzt mal kein Scheiß. Ich habe ja hier drinnen die Dichtung angeguckt, weil die hatte ja mega den Trigger-Lag gehabt. Und das hatte die auch gestern wieder, obwohl ich die ein bisschen geweitet habe, die Dichtung und so ein bisschen wieder aufgemacht habe, weil die so. Es war schon fast, das Kunststoff war schon fast zusammengeschrumpelt, ja. Und da frage ich mich immer, ja, wie lange liegt denn so eine. Gun bei einem, wann wird die produziert? Wann, wie lange liegt die beim Hersteller, bei meinem Shop irgendwo rum, wie die bis die zu mir kommt? Dann kommt natürlich mal ein Reinigungsprozess mit Isopropanol und so. Das greift natürlich dieses PTFE-Kunststoff an. Und da weiß ich, von was ich schwätze, weil ich habe in einer Firma gearbeitet, wir haben das tatsächlich hergestellt und auch verarbeitet, das PTFE. Man muss sich mal kurz zeigen. Das ist voll spannend. Gehe ich mal kurz auf die andere rüber. Habe ich nämlich heute original, so, habe ich da heute original nochmal die Dichtung ausgebaut, weil das gestern, obwohl das schon ein bisschen gängiger war, nicht ganz so funktioniert hat. Die hat bei mir immer ein bisschen nachgezogen, weil die Dichtung, die hält die Nadel so fest, das könnt ihr euch gar nicht glauben. Das zieht, du ziehst am Trigger und das Ding geht einfach nicht. Ja, ich kann es gar nicht anders zeigen, aber. Ich weiß gar nicht, ob ich euch jetzt mal die kleine Dichtung zeigen kann, die ich rausgenommen habe, im Vergleich zu einer neuen. Das wäre immer noch spannend. Und das mache ich. Ich zeige euch jetzt schnell die neue und die alte kaputte, dass ihr mal ein Gefühl dafür kriegt, und was das liegen kann. Na, komm her, du dummes Ding. Vor allem waren da bei mir in der Infinity drei Stück reingepresst. Drei. Und als ich die neue reingemacht habe, da haben nur zwei reingepasst. Also ich weiß nicht, was die bei mir da reingequetscht haben, aber das war so fucking fest und völlig am Arsch. Das ist. Ja. Fick die Hände, die sind so klein. So, ich wollte sie mal kurz hier aufspießen. Ich weiß gar nicht, ob man es an der hier sieht. Vielleicht sieht man es auch nicht. Es ist halt super kleinteilig. Das ist halt. Nee, warte, ich wechsle mal auf die andere Kamera. Wir haben doch die super teure Kamera hier. Fokus! Also, das da. Also, die kleine. Die kleine weiße Dichtung hier. Das ist eine PTFE-Dichtung. Das ist ein spezieller Kunststoff. Der ist ziemlich, ja, der geht ziemlich in die Form immer rein, die man den reinpresst. Und der, du siehst einmal, wie klein das Scheißding ist im Gegensatz zu dem Originalteil. Und das war so richtig, also das ist hier so richtig zusammengeschrumpft eigentlich. Und das war so kaputt und am Arsch. Und als ich das heute gewechselt habe, komplett die drei alten gammeligen Dinger raus und die zwei neuen rein, läuft die Infinity jetzt butterweich. Die läuft jetzt so gut wie die AL Plus und da habe ich die Dinger vor kurzem auch erst gewechselt, weil die auch diesen Trigger-Lag hatte ohne Ende. Und das kann halt schon mal sein, dass dieser Kunststoff entweder porös wird, austrocknet oder durch Isopropanol und andere Flüssigkeiten kaputt geht. Und das Scheißding verhindert ja in der Gun das Zurücklaufen der Farbe.
Sieht man ja, das ist hier schön hier zwischendrin. Und das habe ich jetzt gewechselt. Und jetzt ist das Ding hier, ihr seht es, die funktioniert wieder. Ich habe nicht diesen scheiß Trigger-Lag. Da kommt nicht die Farbe erst nach 20 Kilometer, wenn ich den Hebel gezogen habe. Und dann kommt schwallartig alles auf einmal. Sondern ich kann wirklich damit wieder vernünftig arbeiten. Kann mir hinten noch schön den Trigger einstellen mit der Funktion. Hier, die liebe ich da hinten. Schön das Relay, kann man schön den Trigger einstellen. Umso weiter man es rausschraubt, umso mehr Spiel hat die Feder, umso leichter wird das. Es macht Spaß. So macht das richtig Spaß, ohne Scheiß. Ja, das hast du sogar als Laie gespürt, absolut. Also die in die AL Plus hast du dich ja verliebt, Elke. Ja, da müssen auch drei rein, Manne. Aber ich habe die Dichtung, die du gesehen hast, vielleicht habe ich auch noch ältere, die sind so dick bei mir, da passen nicht mehr wie zwei rein. Ich habe mir die neue Nakatomi oder so bestellt, die Iwata. Du, die Mikron hier, jetzt geht er ab. Jetzt will er es wissen, ne? Ja, richtig, der Checker, ne? Ja, die läuft jetzt hier wieder butterweich. Ja, eine sehr schöne Kontrolle. Wenn auch noch nicht ganz perfekt, die Infinity ist noch nicht 100%. Das habe ich mal eingearbeitet. Die habe ich jetzt, nie gesagt, nicht wirklich oft benutzt, glaube in vier Projekten bis jetzt oder so. Die habe ich echt sehr sporadisch eingesetzt und dann halt auch, weil sie halt die ganze Zeit rumgesponnen hat und jetzt geht die wieder viel besser. Ich muss auch gestehen, ich habe vorher nochmal die Düse sowas von mal richtig sauber gemacht und mal auch eingelegt und freigekratzt und da kam trotzdem noch so viel Schrott raus. Jetzt läuft die endlich mal. So annähernd wie die AL Plus. Aber ich war geschockt, ey, mal ohne Scheiß. Die AL Plus, die benutze ich ja wirklich noch mit am liebsten, die hier. Die macht mir richtig viel Freude von H&S. Mit der kann ich richtig gut arbeiten. Und ich hatte gar nicht mehr im Kopf, dass die so scheiße teuer ist. Also ich habe der Elke gesagt, ja, so 180 habe ich dafür bezahlt. Das war aber eine B-Ware, weil außen ein Schrämmchen dran war irgendwo. Und mir ist das doch scheißegal, habe ich die viel günstiger gekriegt. Ah, die Scheiß, den kostet noch 200, ich glaube 240, 230 Euro. Das ist richtig krass. Da war ich kurz mal wieder so, puh. Ganz schön teuer eigentlich. Aber dafür auch ganz schön geil, das muss man auch sagen. Haben wir ja gestern wieder schön auf Leinwände gearbeitet. Wenn ich jetzt hier wieder dran arbeite, ist wieder voll die Umstellung. Der Meister hat sie empfohlen. €238. Ist ein amtlicher Preis. Generell. Aber wenn man das gerne macht, das ganze Hobby und so, dann lohnt sich das auf jeden Fall. Wenn man dann mit so einer Gun zurechtkommt. Das ist halt auch wieder ein Vorteil, wenn man bei jemandem wie mir natürlich hier zu Besuch war und ich hier einige Sachen an Guns rumfliegen habe, kann man natürlich auch gerne mal das eine oder andere testen. Das sollte man unbedingt auch mal machen. Egal wo man, bei wem er ist. Und der hat irgendeine Gun da rumliegen, einfach mal die Hand nehmen und einfach mal schön ausprobieren. Geil. Ich mache jetzt natürlich hier das erstmal zuerst, weil das ist eigentlich im Referenzbild scharf, fast schon schwarz. Da werde ich mir auf jeden Fall mit dem Rot das so weit nachher runter verschieben, dass das wirklich dunkel wird nachher. Aber ich mache das jetzt trotzdem mal so ein bisschen hier. Damit du so einigermaßen bist. Damit das Bürchen daher ein bisschen passt. Da, Infinity!
zwar ich dauernd diesen Ohrwurm von diesem scheiß Leben. Da gibt's. Da gab's eine Challenge bei Instagram. Da haben die ganze Zeit bei diesem Infinity Sound so ein Licht hochgehoben und dann irgendwie gab's einen Schnitt und dann haben die es irgendwie so hinter den Kopf gezogen und dabei waren dann die meisten Oberkörper frei. Und das haben natürlich immer nur die super Top-Leute gemacht, die natürlich auch die Figur dafür hatten. Und dann gab's einen Typen, so ein Philippiner, ich hab den so gefeiert, der hat das auch gemacht, hat das Licht hochgehalten und dann siehst du im nächsten seinem Schnitt so, wie auf einmal die Kühlschranktür aufgeht und er hat so voll den fetten Ranzen hat. Das habe ich so geliebt. So einen Scheiß gucke ich mir ganz gerne an, da kann ich mich dann wegschmeißen vom Allerfeinsten, ey. Das war wirklich einfach nur spitzenmäßig, was der da gemacht hat. Hast du wenigstens ein Video mitgeschnitten? Nein, nein, sowas nimmt man nicht auf. Das ist Staatsgeheimnis, was hier abläuft. Das geheime Video, das Area 51 Tape. Gefilmt werden nur die gut aussehenden, also darf ich mich gar nicht mehr filmen, Mensch. Ein bisschen den Trigger mal ein bisschen hier reinschrauben, das ist ein bisschen zu empfindlich. Das ist schön bei den Infinity. Hier kann man wirklich on the fly hier am Rädle den Trigger schön ein bisschen härter machen, wenn man es ein bisschen härter braucht. Gefilmt werden nur die gut aussehenden. So. Oh, die Infinity macht mir heute Freude. So viel Freude. Das ist ja richtig geil. Es lohnt sich halt einfach mal hinzuhocken, die Scheiße richtig anzugucken, die Scheiße richtig zu zerlegen und zu machen. Dann funktioniert das auch, Alter. Da bin ich manchmal einfach zu faul, ey. Oder ich vergesse es. Das trifft noch viel, viel eher zu. Dann vergesse ich es wieder. Und dann mache ich wieder zigtausend andere Sachen und dann hocke ich wieder hier in so einem Livestream und dann wieder so... Oh, fuck, vergessen. Dann nehmen wir die andere Gang. Oh, fuck, vergessen. Komm, nehmen wir das Zyanblau. Oh, da ist doch Glassplitter drin. Oh. Und so führt das eine zum anderen. Oh, ist das geil. Das ist so geil. I'm walking for infinity. Nils, du Dödel. Das finde ich immer gut, wenn man einfach mal random so beleidigt wird im Chat. Das ist so geil, Nils, Dödel. Ey. Dödel finde ich ein sehr schönes Wort. Die Fotos waren schon heiß. Ja, guck mal, da gibt es schon. Enrico, deswegen gibt es von mir auch keine Videos und Bilder. Ja, ich muss mich halt hier zeigen. Da bleibt mir ja nichts anderes übrig, gell? Ich muss mich für euch zeigen. Und dann könnt ihr mich sehen, ob ihr wollt oder it. Das ist halt so, das Ding. Und schon ganz geil. Ihr seht jetzt hier so ein kleines bisschen.
gehe ich mal in das Grün rein hier und habe schon eine total coole Verschiebung, das wir nachher haben wollen. Und das wird sofort richtig schön dunkel. Das ist total cool. Das macht mir super viel Spaß, jetzt mit den Farben da rumzuspielen. Und das ist auch super interessant, wenn man eine Farbverschiebung in seinen Bildern provozieren möchte oder braucht und dann einfach sagt, hey, ich möchte jetzt irgendwas super dunkel haben oder zum Beispiel bei einem Porträt irgendwie, ich möchte das rötlicher haben, gelber haben, heller haben, dunkler haben. Dann kann man da noch ewig viel rummachen und die Farbe so manipulieren. Das ist richtig nice. Das macht richtig Spaß. So. Na, ein bisschen tip-dry heute, hä? Aber Elke, du wirst lachen. Meine Tochter hat vorhin schon gefragt, wann besuchen wir die Elke? Können wir da mal hinfahren? Tödel oder Tüte. Heute kam Radierstift Graphitgrau. Morgen mal wieder etwas testen. Ja, Enrico, mach das und lass uns gerne daran teilhaben im Discord, was du so testest und wie das so funktioniert. Das ist doch das Nice. Ja, Enrico, du hast einen kleinen Radierer. Cool. Das Shadow Graphit ist mega. Ja, das habe ich schon gesehen, Dani, dass das dir sehr gut gefällt. Ich habe jetzt tatsächlich auch mal geguckt. Schminkt ja tatsächlich auch ein schönes Graphit. Da bin ich auch schon überlegen, ob ich das mal nehme, das Graphit von denen, und modifiziertes Weiß und mal ein Schwarz-Weiß-Porträt wieder aufbaue und da mit Absicht schöne Farbverläufe reinballer und mal gucke, wie dann die Verschiebungen aussehen. Bin ich gerade schon dran? Aber mal schauen. Die ist auch mega witzig. Die war schon wieder dran. Wo ist die? Ist so geil. Ach, mein Engelchen ist einfach nur goldig. Er hat jetzt seit dem zweiten Tag einen Roller, so einen Dreierroller, so ein Tretröllerchen. Das Ding, das ich dachte, die kriegt das ja nie hin, das ist sicher so schwer, aber die ist heute mir davon gefahren mit ihren 3,5. Das ist einfach nur Wahnsinn, wie Kinder das umsetzen. Hey, dafür braucht ein Erwachsener mal wieder 5 Wochen. Das war geil, musste ich die ganze Zeit nebenher joggen, das war richtig fein. Ein bisschen was für den Bauchspeck gemacht. Aber da werfen wir gleich mal nach, wieder was dagegen tun. Dafür. Dann such dir ein geiles Motiv dafür aus, Dave. Ja, voll, hey. Ich bin noch voll am Überlegen. Oh, ich habe was Geiles. Das zeige ich dir mal dann. Nur dir, das zeige ich dir mal. Das ist ein geiles Bild mit so einer Dämonenfigur. Mit so richtig krassem, so fast schon skelettartigem Gesicht und so einem richtig coolen Kamm hinten. Das sieht richtig geil aus. Und dann aber das Gesicht abgerissen, so in der Hand haltend. So, also das Gesicht von der Figur, das sieht so cool aus. Da habe ich gedacht, da möchte ich das Graphit schwarz nehmen und das Graphit und dann eben das modifizierte Weiß. Das möchte ich mal machen. Also ich habe 1000 Sachen im Kopf. Das ist ja wieder so, ich keine Zeit, 1000 Sachen in der Birne. Das ist immer so, ja, drehe ich fast durch. So, ich wollte mal was machen. Ja, was wollte ich denn machen? Ich wollte einmal kurz groß gehen und dann ist es soweit. Liebe Leute da draußen, es wird geschöpft. Das Jute. Bezeichnung. 1521. Vollapfelsaft. Untergärig. Stammwürze 11,8% und Alkohol 5,1%. Das sieht schon geil aus. Das gefällt mir. Wie ich gerade nicht gecheckt habe, dass da unten 15,20 Euro draufsteht. Aber so, dass man das halt nicht so
Einmal für euch. Ah, sind wir. Ah. Oh, Vielen Dank, liebe Elke, für die tollen Präsente. Werde ich jetzt mal hier in mein Krückchen umfüllen. Und mir heute einen genehmigen. Eins gönnen. Das ist ein schöner Ausklingtag heute. Heute ist so ein komischer. Heute ist so ein chilliger Tag irgendwie so. Heute läuft es irgendwie so. Heute fügt sich so das eine zum anderen. Heute läuft's. Das ist nice. Oh, Fati kann man wieder nicht einschenken. Der halbe Krug ist leer, der Schaum bis nach oben hin. Oh, jetzt muss ich das hier stehen lassen. Okay. Nicht so wild. Ach, das sieht cool aus. So richtig schön eingeprägt. Ha, cool. Den Deckel, den werde ich mir irgendwo. Das sieht irgendwie cool aus. Da kriegt irgendwo noch mehr Platz. So. Ich finde übrigens den Kürbis von dir total cool, Elke. Da habe ich mir jetzt nochmal gestern ein schönes Plätzchen rausgesucht. Und den baller ich jetzt richtig schön. Das ist schön im Wohnzimmer. Der macht ein super geiles Licht. Das sieht so cool aus. Also muss mir nochmal erklären, wie man die haltbar macht, die Kürbisse so. Aber das sieht einfach nur genial aus. Also das muss dann nochmal reinposten. Beim Discord. Kann man bei Off-Topics oder so. Die Elke macht richtig coole Lampen aus Kürbissen. Klingt komisch, ist aber so. Das sieht total cool aus. Und das riecht auch noch geil. Also, ich finde das richtig lässig. Vielen lieben Dank. Und jetzt erstmal zum Wohlchen auf euch. Hier, guckste, wa? Kickste, hä, wa? Mario Barth war gestern in Ravensburg. In Ravensburg, ist nicht weit weg von mir, aber den Spinner mag ich nicht. Ist nicht so meine Type. Comedy, sagen wir es mal so. Ich bin eher so. Ja, was habe ich denn eigentlich? Was habe ich denn gerne für Comedian geguckt? Ich glaube, Ingo Appelt fand ich ganz nice. Und, wie hieß denn der Typ nochmal? Jetzt müsst ihr mir kurz mal helfen. Wie hieß denn der Typ nochmal, der vorne ganz lange diese Spitze hatte? Diese komische, bescheuerte Frisur, ich glaube in den 90ern, so, wo er sich so hingegelt hat. Ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Ne, das war doch Ingo Appelt, oder? Ange Bejan. War das Ingo Appelt? Jetzt habe ich. Nee. Dieter Nur. Ah, ich hab's nicht mit Namen. Ich glaube, beide sind ganz gut. Ingo Appelt, genau. Der andere war, glaube ich, Dieter Nur, der noch so ein bisschen trockener war. Mit dem war ich mit meinem Bruder auch in Ravensburg, bei dem Comedy-Ding. Ich habe mich totgelacht, wie er so erzählt hat, wie es früher die Telefonzellen gab und dass das Verlangen schon nach dem Mobiltelefonieren so hoch war, dass man da die Hörer ständig mitnehmen musste aus den Telefonzellen. Da habe ich mich pisst vor Lachen. Das war herrlich. Ja, die Pferdefresse da, die mag ich nicht. Ist nicht so mein Ding. Aber Comedy ist ja auch wieder total subjektiv und Geschmackssache. Eine findet das lustig, die andere das. Ich gönne einem jedem immer das, auf was er so steht. Aber ich finde auch, ja, das eine gefällt mir mal besser mal als das andere, aber es ist mal ganz, ganz, ganz witzig. Was siehst du, Elke? Vielleicht schaue ich mir heute Abend noch LOL an. Die dritte Staffel. Willst du heute noch einkaufen? Frickt mein Handy mich. Hier ist deine Liste. Zitrone. Ah, meine Frau macht gerade die Einkaufsliste. So geil. Hier ist deine Zitrone. Wenn dir das Leben eine Zitrone gibt, dann mach Limonade draus. Oder irgendwie so. Glaube ich. Zitronensaft. So, ein bisschen Mehl noch. I'm walking for infinity. So, Fadi, jetzt pass ein bisschen auf. Ich muss einmal kurz die Nadel einmal nachjustieren. Und dann geht's schon weiter. Leute, ist gerade cool, ja.
Chaos nimmst. Ich finde das auch total geil. Ich habe mir die auch schon alle reingezogen, bis halt auf die neueste Staffel. Ich fand es so schade, wie Mirko Nonchef tot ist. Ne? Wenn man den nochmal da sehen kann, finde ich ganz nett. Auch wenn nicht lange, wie ich mitbekommen habe, aber immerhin. Also muss ich ja gerade an die scheiß Serie denken und muss alles weglachen. Der Pastewka, den fand ich auch richtig so bescheuert, ey. Also wenn ich mir das angucke, da fetzt es mich aber auch richtig weg. Ich weiß nicht. Vor allem dann, wenn man, ich würde da keine Sekunde aushalten. Wenn man zu mir sagt, du darfst ab jetzt nicht mehr lachen, dann würde ich sofort loslassen. Ich glaube, ich wäre wie die bei der, glaube, allerersten Folge hier, die Blonde mit den dicken Hupen. Ich weiß nicht, wie die heißt, aber die lacht ja auch wegen jedem Scheiß. Ich glaube, ich wäre genau wie die. Ich glaube, ich würde einfach wegen jedem Furz mich totlachen. So. Hey. Infinity. Jetzt nicht so anfangen, gell? Jetzt it's so anfangen. Jetzt hier klopfen. Ach ja, die Barbara Schöneberger. Hassel finde ich total unlustig. Weiß ich gar nicht, welcher das ist, weil ich kenne da die Namen. Wie gesagt, ich hab's null mit Namen, da bin ich einfach total der Schussel. Deswegen habe ich mir gar nicht mehr angefangen, mir die Sachen zu merken. Ich kannte die Schweizerin nicht, aber die ist gut. Ja, Pastewka in der letzten Staffel war mega Bombe. Ich fand ihn auch so klasse, hey. Ach, gegen wen hat denn der jetzt, glaube ich, nochmal verloren? Ach, hier, wie, genau, der hat der ersten Platz gemacht hat, der sich doch den Kopf rasiert hat. Den fand ich auch richtig gut. Ja, jetzt hängt auf einmal die Infinity einfach rum. Ich kann euch nicht mal sagen, warum die jetzt rumhängt. Das ist jetzt gerade ärgerlich ein bisschen. Mich gerade wieder so ein bisschen triggy-lecker. Ich gebe jetzt mal von hinten ein bisschen die Nadel. Vielleicht ist irgendwo ein bisschen Dreck vorne in der Düse. Kann man ein bisschen besser machen, wie man es mit dem Griffstock macht. Dann kann man tiefer rein und tiefer rausgehen. Komm. Ja, die Infinity, die wird bei mir jetzt noch. Die wird noch eingeprügelt. Die prügel ich noch richtig, richtig weich, damit das noch passt. Hier, Mann, ja, den fand ich auch Bombe. Ja, aber Stefka ist einfach. Ach, Mann, ey. Das sind schon richtig coole Leute. Irgendwie wird das hier so sehr arg viel, viel pinker. Ihr seht's auch. Ich weiß gar nicht, warum das jetzt so krass pinker wird. Vielleicht habe ich das vorher nicht gescheit gemischt, aber. Ja, das ist natürlich ein bisschen blöd. Es ist natürlich alles viel, viel violetter und der Rest wird jetzt alles eher pinker. Ach, das ist natürlich ein bisschen suboptimal. Jetzt habe ich da nicht andere Farbe drin und nicht mehr das komplett in einem Ton. Ich kann das natürlich jetzt nochmal nachfärben. Also nochmal die Farbe selber ein bisschen nachdunkeln. Aber das stimmt nachher das ganze Verhältnis gar nicht mehr. Das ist jetzt arg dunkel eigentlich. Das ist, glaube ich, eher das normale Violett. Ich habe es, glaube ich, verpümmelt durchzumischen. So gehen wir dann doch rein. Wie gesagt, ich würde da keine Sekunde aushalten. Ich wäre sofort weg vom Fenster. Das ist auch so nice. Ich glaube, da weiß ich schon, was ich heute Abend machen werde. Also ich gehe jetzt nochmal hier über das andere rüber. Das hier unten ist ja eh so dunkel. Das werden wir nochmal nachher mit einem modifizierteren Violett dann
und Grünmix dann nochmal ein bisschen runternehmen. Ich färbe das jetzt einfach fertig ein. Waschlecken. Ich nehme jetzt einfach nochmal einen Tropfen Violett und mache das einfach von Haus aus ein bisschen dunkler. Eigentlich gefällt mir das schon ganz gut so dunkel. Guck mal, ein Tröpfchen Violett rein in meinen Mix. Ich habe jetzt ja ein Rot-Violett genommen. Und sehe gerade, dass ich auch noch... Ich sehe, dass ich das falsche Rot genommen habe. Schill. Ach, doch noch einen Fehler gemacht, Mensch. Ich habe statt das normale Kaminrot, habe ich irgendwie was zu sehen, das Candyrot genommen. Das ist natürlich ganz, ganz anders. Aber das kriegen wir noch hin. Dann nehmen wir das halt jetzt. Ist das halt jetzt dauerhaft? Stimmt, wo ist eigentlich der Meister? Wo ist eigentlich unser Meisterkoch? Gehe ich nachher nur wieder ärgern, weil er mir sagt, ich habe nicht Bescheid gegeben, aber ich habe heute zweimal Bescheid gegeben. Weil er hat es bei Facebook gesehen, also der wird wahrscheinlich noch beim Schaffen sein, nehme ich mal stark an. Wahrscheinlich irgendwas nicht läuft, nicht so. Er kennt es ja. Nimmt sich mal was vor und dann genau dann klappt gar nichts. Genauso wie ich vorher, jetzt streame ich noch in Ruhe. Und fange jetzt mal an und boom, ging dann ein Schlüssel nach dem anderen los. Ich ein Chaos nach dem anderen. Aber ich finde, das sieht schon total geil aus. Von hier oben kommt nachher noch ein ganz helles Licht. Das können wir jetzt eigentlich rein theoretisch. Ich mache jetzt, glaube ich, erstmal noch die Fist fertig. Unsere Power Fist. Und wenn ich die Power Fist habe, ich glaube, dann fange ich an, hier überall die Highlights reinzukratzen. Weil hier machen wir Highlights rein, die nebeln wir dann natürlich nochmal ein bisschen nach. Das gefällt mir nämlich in dem Gesicht und so. Und hier überall besser, wenn das nicht rein weiß ist. Von dem Untergrund, sondern wirklich tatsächlich so ein bisschen... das Weiß noch mal ein bisschen eingefärbt wird. Hier habe ich jetzt bloß vorhin ein bisschen arg Overspray produziert. Die Frage, wenn ich jetzt natürlich hier anfange, das wegzuradieren, müsste ich es eigentlich überall wegradieren hier unten. Kurz vorhin, an der Stelle hatte ich jetzt die Gun für euch, weil ich natürlich immer auch gucke, dass ich hier nicht zu sehr mit der Schulter rübergehe, neige ich irgendwie ein bisschen schneller mal die Gun nicht mehr komplett gerade zu halten, sondern nur so leicht schräg. Und dann passiert es natürlich, dass die Farbe natürlich bei so einem glatten Oberfläche natürlich gleich abhaut. Da muss ich jetzt nochmal ein bisschen mehr drauf achten. Ist aber hier, glaube ich, gar nicht so schlimm. Vielleicht machen wir nach hintergrundtechnisch noch irgendwas. Und dann gucken wir einfach mal. Jetzt brauche ich aber erstmal Apfelsaft an die Macht. Hey Norm! Und was geht's heute? Um alles Mögliche, um Gott und die Welt. Heute haben wir einen schönen, chilligen, geilen Tag. Wir brushen ein bisschen. Wir sind da am Brascher, wir reden über LOL, über den Sinn des Lebens, über einfach alles. Heute ist echt chillig. Erst schön angeln gewesen, dann faulenzen und jetzt, aua, schön Twitch. Dani, bin ich voll bei dir. Und ich habe gesehen, wie du die Bilder gepostet hast bei Instagram. Sehr, sehr cool. Ja, fand ich richtig lässig. Sah cool aus, was du da... Also Angeln ist nicht so meins, aber ich verstehe schon, warum die Leute das gerne machen. Das hat, glaube ich, auch was richtig Zen-mäßiges, so ein bisschen. Die Rute baumeln lassen im Wasser und dann einfach einen Fisch anbeißen lassen. Das ist, glaube ich, einfach was Feines. Apropos Instagram.
wenn ihr wollt, dass ich eure Sachen bei Instagram reposte oder auf meinem Kanal teile, das mache ich immer gerne und ist gar kein Problem für euch Community-Leute da draußen sowieso nicht, aber dann, wenn ihr einen Beitrag macht oder eine Story oder so, einfach add und dann Dave's Art of Air einfügen, weil dann sehe ich das auch. Ich folge natürlich auch einen Haufen Leute bei Instagram, dann sehe ich nicht immer eure Posts, die gehen dann manchmal einfach so schnell in der Masse unter. Dann nehme ich das nicht wahr und die Hashtags sind nur für die, wenn man die Hashtags sucht, aber dann sehe ich es nicht. Also immer mit Ad mich einfügen, dann kann ich die Sachen auch teilen von euch. Das mal nochmal so am Rande. Wenn ihr das denn wollt, habe ja glaube ich schon bald 700 Follower auf Instagram. Das ist irgendwie auch cool. Wird immer alles verrückter. Das schmeckt irgendwie sehr gut, das 15 Euro 20. Ist zwar Koi-Säbel 4011, aber... Sagt sogar mein Frauchen, ja, ist doch schön, wenn man einfach so sein Zeug findet und damit richtig glücklich wird. Das ist aber eine feine Sache, oder nicht? Sag mal, wo hängt denn mein Stuhl hier fest? Am Schlauch. Wahrscheinlich funktioniert es deswegen immer so semi-geil, weil mein Schlauch abknickt. So, jetzt gucken wir uns mal die Power Fist an hier. Und wir powern die mal ein bisschen ein. Wenn dann mal Farbe kommt. So, Infinity. Das ist natürlich die super feine Düse. Schön Tipdry abfummeln. Wir haben natürlich heute wieder schön die Schminkefarben. Die nehme ich ja gerne, wie ihr wisst. Gerade die transparenten Töne finde ich da spitzenmäßig. Deswegen nehmen wir die jetzt auch weiterhin. Boah, ich merke schon den Apfelsaft. So ein kleines bisschen. So ein klitzekleines bisschen merke ich schon. Das haut schon gehörig rein. Hey. Ich glaube, ich muss mal mehr essen. Noch mehr. So. Wie haben wir das hier? Oh, Infinity. Warum tust du mir das an? Warum machen du das so, dass du so tun, Scheiße? Und jetzt du machen wieder gut, wenn ich mit dir schimpfe. So, hier die untere Seite von dem Finger. Super dunkel. Das ist der Shishi-Fick-Finger. Hier muss ich schon mal ein bisschen was mit den Highlights machen. Also mit dem Kratzen zumindest mal. Weil sonst geht nachher das Ganze, glaube ich, zu sehr unter. Muss ich mal nachher schauen. Also ich schiehe jetzt gleich mal ein kleines bisschen. Vielleicht nehme ich da kurz Skalpell einfach nur, damit ich mit die Linie drauf bleibt. Mit dem Skalpell sind wir dran und wir kratzen uns die Luzi, die Dose, die Dose kratzen. Ihr schreibt so fleißig, ich sehe es im Blickwinkel. Das Cuttermesser macht mich noch nicht glücklich. Weil ich damit noch nicht so geil kratzen kann. Ich bin noch nicht so ein guter Kratzer, was das angeht. So, wo ist mein Schleifpapier? Ich will meinen Glasstift spitzen. Glasstift. Oh. Ah. Gespitzt. Jetzt ist der wieder spitz. Ah. So. Ich habe jetzt übrigens... Gesso. Ich habe endlich Gesso. Überall Gesso. I get Gesso. Gessolino in schwarz und weiß. Jetzt kann ich aber nicht mal gessen. Dieser Schlauch und dieser Pömpel fällt ständig runter. Das heißt Ponöpel.
Kannst du jetzt auch viel schauen, wir lästern noch ein bisschen. So. Ich sehe schon. Kaum drehe ich mich vom Chat weg, ist das Messer im Rücken. Ich bin hier gerade professionell am Euschenker. Ich glaube, ich besorge mir lieber bei den Amis mal so eine unauffällige braune braune Tüte. So. Übrigens hier noch mein Magnet anfummeln. Ich bin ja so ein Fummler, das wisst ihr. So. Ein bisschen hier wieder ein bisschen mehr zu euch. Hier einmal noch die Kante rausziehen. Einmal hier kurz den Stift herannehmen. So, das gefällt mir schon besser. Man kann sagen, was man will, aber ich stehe auf diesem Glasradierer. Ich wusste nicht mal, dass es so einen Scheiß gibt. Ist immer so, man lernt nie aus. Der Fummler vom Bodensee. Was ich halt wirklich nur so an diesem Papier schade finde, das ist ja gar nicht schlecht eigentlich. Wenn wir mal ehrlich sind, ist es gar nicht schlecht. Aber man sieht, obwohl ich hier so super leicht mit dem Bleistift das vorgezeichnet habe, das drückt sich so rein in das Papier, das sehe ich sogar noch, wenn ich Firmesfett drauf habe. Das ist schon teilweise richtig heftig. Heftiger Shit. Bum, bum, bum. Oh, heute bin ich voll irre, ey. Was ist mit mir los? Gut munkeln ist gut schunkeln. Ja. Concentration. Herr Kosak, Konzentration. Oh, ich hab's zu dunkel gemacht. Gucken, dass das nicht untergeht. Dass das nicht untergeht wie bei der Titanic. Ich darf nicht vergessen, dass das hier ist ja nicht auf dem Referenzbild, da werde ich mir noch irgendwas überlegen, wie wir das anmalen. Was bei dem hier so ein. Wir können dem Kobold ja hier so einen schönen, richtig schönen, so einen richtig brachialen, dicken Goblin-Finger hinpacken. Mensch, macht mich das einfach glücklich, wenn die Gun einfach funktioniert, ey. Also das reicht bei mir schon, um mich echt glücklich zu machen. Und das könnte ich eigentlich viel mehr haben, wenn ich einfach mal ein bisschen mehr drauf achte. Aber dann kommt natürlich wieder so der Alltag und das ganze Vergesslichkeitsgedöns. Kommt wieder hier mein Alzheimer zum Tage und dann wird's wieder kritisch. Habt ihr übrigens das erste Mal im Kino gesehen? Kosak der Schweigsame. Sehr gut. Fehlt bloß statt Szene und Kahn, dann wär's perfekt. Kosak. Die Kosaken sind da. Ja. So. Ist wieder Detailing angesagt, ey. Perfecto uno quanto.
Den kenne ich nicht, nee. Ist wieder sicher so ein. Ist der noch, ist der schon in Farbe oder ist der noch schwarz-weiß? Kennt wieder keine Sau, Mensch. Schäm dich. Hier mit so alten Kamellen ankommt. Sag, bitte nicht so viel wackeln. Kaum habe ich ein bisschen Stoff getrunken schon, fange ich zittern an hier. Bin ja gar nichts mehr gewohnt. Also so ganz zittrig kann ich das nicht lassen. Ne? Weil es ja mal voll versagt. Aber das mache ich ja gerne. So. Könnte auch ein bisschen zu viel gewesen sein. Vielleicht auch nicht. So, da gehen wir ungefähr bis hier hin. Ist der Ecke wie bei den Seifenblasen. Immer schön vorschaffen. dann klappt es auch mit dem Nachbar. Also ich muss einmal kurz das Mikrofon muten, weil... So, dann... Blutiger Bandenkrieg. Chuck Norris. Geil. Der Chuck. Bester Mann. So, jetzt ist die Seite ja eigentlich komplett hell. Dann müssen wir den Daumen halt auch noch machen. Dann machen wir halt noch den Daumen. Daumus. Erectus Daumus. Heute bin ich gut drauf, aber ich muss echt, das ist immer super anstrengend. So Kleinscheiß ist super anstrengend, aber es funktioniert auch eigentlich ganz gut. Och, die Infinity läuft so schön. Mensch. Schau an. Der braucht da schon noch eine Iwata. Da bin ich nachher nicht nur der Schablonenhasser, sondern auch noch der Iwata-Hasser. So baut man sich eine Negativ-Community auf. Das habe ich eigentlich nur für den Koch gemacht. Einfach nur für den Markus Koch, für unseren Koch. Oh, ich muss aufhören, wenn ich so richtig konzentriert bin, dann fange ich mal an, mein Schnauzer in meinen... Ah! Ha! Hoppala! Ups! Hat keiner gesehen. Zum Glück bin ich nicht live. Mein Gott. Stellt euch mal vor, ich wäre live, dann hättet ihr das jetzt alle gesehen. Aber zum Glück bin ich ja daheim in meinem Habitat. Ja, heute wahrscheinlich wäre der nicht nur ab 12, sondern wahrscheinlich würde der schon, keine Ahnung, was frei sein. Das ist schon krass, was teilweise Filme rausgehauen werden für Altersgruppen. Das ist schon teilweise ziemlich crazy. Es hängt ein bisschen mein Däumchen. Das kleine Däumchen. Ja. Spuck da nicht so rum, du Sau. Eigentlich ist der Step hier völlig egal, weil
wir eigentlich die innere Kante brauchen, weil die wird hell von dem Daumen. Genauso wie die Kante hier und die Kante. Das wird alles hell vom hellen Licht. Und das ist auch hier, hier und hier. Das heißt, die Kante hier ist eigentlich Oberteil. Klamotte. Klamotte, Klamotte. Deswegen ist das halb so wild. Wenn wir da so ein bisschen reinwichsen, reinsprühen. Hey, hey, heute habe ich mal wieder eine Wortwahl, du. Was würde mein Opa jetzt sagen? Mit dem Mund küsst du deine Mutter. Das Däumchen für ein Fläumchen. Ach, aber das läuft schon heute wieder so gut, dass es das. Ich muss eigentlich fast schon aufhören. Man muss immer aufhören, wenn es am schönsten ist. Heute ist so schön. Die Gartenfunst, alles. Ach. Ach, ist das einfach nur herrlich. Übrigens, Däumchen. Ich war mit meiner Tochter beim. So, das ist für mich immer Kreativpause. So. Kann ich mich kurz erholen? Meine Äuglein. Das ist super anstrengend. Ich war beim Kinderarzt mit meiner Kleinen und dann habe ich da so gewartet und dann kam sie mit dem Buch an. Und dann war das irgendwie dieses Oldschool-Buch, was man noch kennt. Mit dem, das kenne ich sogar noch, wo dieser Strubbelpeter da mit seinen langen Händen so irgendwie auf dem Cover vorne drauf ist. Und dann so die Hände und dann so die Haare. Und dann habe ich da kurz durchgeblättert, das kannst du den Kindern heutzutage gar nicht mehr zumuten. Wie der Däumeling dauernd seinen Daumen lutscht und dann der Typ mit der Schere ihm einfach die Daumen absäbelt. Ja, meine Tochter nur, warum hat er keinen Daumen mehr? Ich so, fuck, Alter, was ist das denn? Shit, ey, so habe ich das gar nicht mehr im Kopf. Das Ding erst mal weggepackt, hey. Da war ich nochmal kurz so, okay, das waren andere Zeiten. Das war mal richtig, das war noch oldschool hier. Immer wenn er sagt, dass was gut läuft, kommt was. Ja, das ist immer so. Max und Moritz, genau. Brutal, Handscoop in die Luft. Ja, was ich noch, da muss ich nochmal umschalten. Was ich ganz brutal fand, zu meiner Kindheit, war der Film Die Tiere am Fluss, heißt der, glaube ich. Da geht es irgendwie so um Hasenbau. Ich hab's auch nicht mehr ganz im Kopf. Ich habe das nur mal bei YouTube mal wieder geguckt. So kurz die härteste Szene so aus dem Film. Weil die sich da ja total zerfleischen und zerbeißen. Und das habe ich gesehen, da war ich, glaube ich, auch noch viel zu klein. War sicher danach komplett traumatisiert. Aber das war auch so ein richtig krasser Film. Der ist mir richtig im Gedächtnis geblieben, weil diese Hasen sich richtig blutig beißen. Der eine wird vom Hund verrissen und so. Da muss man mal bei YouTube eingeben. Ich glaube, Die Tiere am Fluss heißt es. Außer aus den, ich glaube, keine Ahnung, sieht irgendwie so 60er, 70er Jahre aus. Oder ein bisschen früher noch, aber das war richtig crazy. Also das sind so Sachen, also das könntest du heute wirklich nicht zeigen. Also das ist schon richtig unten am Fluss. Ja, vielen Dank, Achim, der weiß das. Den fand ich richtig krass, unten am Fluss. Das müsst ihr mal bei YouTube nachher, wenn ihr hier mal fertig seid, mal googeln und euch mal angucken. Und dann müsst ihr das eurem 5- oder 6-Jährigen vorwerfen. Das ist richtig harter Stuff. Das ist wirklich richtig übel. Danach gehst du erstmal schön in den Zoo. Heute gehen wir Hasen streicheln. Ah!
Deutsche Märchen enden immer brutal. Das stimmt. Das ist echt irgendwie richtig krass. Oh, nie wieder zu viel Gas gegeben. Mein Näsle. Ich muss mir die Nase putzen. Ein bisschen angeschlagen bin ich noch. Ich mach kurz das Mikrofon aus, damit ihr das eklige Rotzel von mir hört. Und ich werde mich ganz stilvoll wie so ein Bösewicht in meinem Stuhl einfach... Mach ich hier den Austin Powers. Ah, das Zwickel haut glaub rein. Was war da drin? Das ist, ich sehe bunte Lichter. Elke gab's gestern schon. Habe ich mir gleich mal gegönnt. Honey mir gleich mal gegönnt. Werde ich heute Abend aber auch nochmal machen. Teeny tief. Aber ich werde das irgendwann, geht das bei mir noch über in die normalen Sprachgebrauch, wenn ich das nicht aufhöre. Dostinitiv. So, hier muss der Papi nochmal schnell aufpassen, dass das jetzt nicht scheiße aussieht. Ah, das ist so ein cooles Bild. Es macht so Spaß mit den transparenten Farben hier zu malen, dieses monochrome Bicolor, kann man ja sagen. Das macht richtig Laune hier. Hier habe ich jetzt eigentlich voll den Fehler gemacht, und zwar da habe ich den Strich hier durchgezogen und der sollte eigentlich der hier sein. Das ist eigentlich nur für mich der Farbverlauf von dem Finger hier, aber das habe ich ein bisschen beim Übertragen ein bisschen verguckt und ein bisschen falsch gemacht. Aber das ist nicht so wild. Das ist halt jetzt so und wird wahrscheinlich auch bleiben. Ja, wenn man transparent Farben nicht verdünnt, dann klappt das auch, Elke. So geil, die Elke, ganz lässig. Hier fängt sie an, transparente Farben zu verdünnen und ich gucke sie an, so, Elke. Gleich mal direkt was auf die Finger gegeben. So bleibt's im Gedächtnis. Das ist doch schon mal ganz geil. Das wird langsam. Schön Farbverlauf nach oben hin. Geil. Geiler Scheiß. Das ist so ein geiler Shit. Ja, das mache ich. Noch ein bisschen kratzen und so. So, hoppala. Bin ich Stroh etwa ein bisschen dran gestoßen an Stativ. Und dann war das Stief, das Stativ. Ja, vor lauter Tröpfchen hier und da, das stimmt. Du kannst ihn schütteln und auch klopfen. Doch ins Hemd geht der letzte Tropfen. So, Nils. Ja, das denke ich mir. Es ist halt
Das ist halt von Ding zu Ding. Ja. So. Ich sehe gerade, hör mal, ich mache jetzt die Hand noch fertig. Dann gehe ich da pissen und danach hole ich mir nochmal die Nils und die Elke ein bisschen rein und kann nebenher noch ein kleines bisschen was machen und dann ist, glaube ich, heute ein guter. Ich merke, dass ich nicht ganz fit bin, dann ist das immer schwierig, mich so lange zu konzentrieren. Und dann habe ich keinen Bock, das zu versauen, wenn ich ehrlich bin. Dann mache ich heute lieber nur so ein bisschen und habe mal trotzdem einen Spaß mit euch. Und dann ist das, glaube ich, ein ganz gutes Ding. Dann kann ich mich ein bisschen nachher mir noch mal ein bisschen mehr aufs Malen konzentrieren und die anderen zwei, die können euch noch ein bisschen was vom Tag erzählen. Oder so ähnlich. Und dann geht das ab. Wie Luzi. Was die Elke noch nicht weiß, es gibt bei Discord einen extra neuen Channel, den müsstest auch nur du und der Nils sehen. Da solltest du eigentlich auch ganz easy reinkommen, wenn ich alles richtig gemacht habe heute. Bei Nils hat das ja schon mal geklappt, ganz gut. Ich hoffe, bei dir klappt das nachher auch. Alles reibungslos. Auf der Mauer, auf der Lauer. Das ist der Dave mit dem Schießgewehr. Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt eine kleine Airbrush. Schaut euch mal die Airbrush an, wie die Airbrush airbrushen kann. Heute, ich glaube, heute bin ich bereit für die Klapse. Ich glaube, heute ist so ein Punkt erreicht. Da bin ich einfach nur noch fertig. Aber die Hand, die wird so, ja, die sieht so geil plastisch aus. Jetzt mal ohne Scheiß mich hier zu loben. Aber wenn wir da nachher noch die Helligkeiten reinradieren, dann kriegt das nochmal so einen richtig geilen Bums. Und dann wird das richtig nice. Das gefällt mir gerade schon mega, die Hand. Und das mal kurz mich zu feiern. Das sieht einfach geil. Und ich finde Hände immer ganz schwierig. Mir misslingen Hände ganz oft. Bin ich ehrlich, klappt bei mir nicht oft, dass die wirklich so geil aussehen, wie ich sie gerne haben will. Aber hier sehen die gerade einfach nur Porno aus. Es wird auch da oben nochmal ein bisschen anders. Der hat auch so eklige, komische Wurstfinger. Und da ist hier, da sind die irgendwie, das irgendwie die Handschuhe auch gerissen. Aber das werde ich wegmachen. Ich lasse den im Handschuh drin. Ja, es wird nochmal ein bisschen anderer Tobak. Dann hoffe ich, dass das nur halb so gut aussieht wie das hier. Dann bin ich zufrieden. Ohne Scheiß. Guter Plan. Na, die Hand ist noch nicht fertig. Na, die ist noch lange nicht fertig. Das ist die Goblin Fisting Hand. Power Hand. Ja, das ist geil. Ja, die bekommt hier überall noch so ein bisschen Highlights nachher. Hier ein bisschen Highlights. Hier ist sie ganz weiß. Hier der Daumen. Das wird noch hell, das hier hinten wird noch hell, das radieren wir so ein bisschen rein, dass das hier von oben nochmal so richtig schön, richtig Licht abkriegt. Weil die Hand ist natürlich ganz weit vorne in dem Bild, am weitesten vorne von der Perspektive her. Und da strahlt das Licht auch ungehemmt von oben rein. Deswegen passt das bombig. Wir lassen natürlich die Maske von Spider-Man hier weg, weil ich die hier nicht drin haben wollte. Die wäre zwar rot gewesen und es hätte gepasst und so, aber ich wollte einfach nur diesen Goblin haben und diese coole Pose, mehr hat mir da gereicht. Und das werden wir so machen. Das finde ich irgendwie geil. Erinnert mich bloß nächstes Mal dran, wenn wir loslegen. Dass ich auch bloß wieder das Candy Flame Red nehme und Red. Das Candy Flame Red und das Violett und nicht dann wieder das Kaminrot zurücknehmen, weil dann stimmt nachher der Farbton überhaupt nicht. Und bei meiner Schusseligkeit kann das schon passieren, dass ich das vergesse. Das ist jetzt eure Auftragsbestätigung.
dass du ein bisschen aufpasst. Ein bisschen aufpassen, ihr kleines Schweinchen. Mit der Lotion reibt es sich den Körper ein. Mit der Lotion reibt es sich den Körper ein. So hätte es auch enden können, Elke. Nein. So. Die Hand ist jetzt erstmal farblich gut fertig. Die gefällt mir bombig, hey. Wir machen nachher die Lichtreflexe und alles, aber wie gesagt, ich gehe jetzt aufs Klo. Der Apfelsaft treibt bei mir immer gehörig. Ich gehe jetzt aufs Klo. Dann stelle ich schnell den Sound um, dass ich die Leute auf den Kopfhörern habe, damit ihr hier keine Kopplung habt. Muss dann noch schnell ein bisschen was umstellen und dann testen wir das noch schnell während der Pause und danach, wenn das alles gepasst hat, sehen wir uns dann gleich in ein paar Minütchen wieder, also einfach dranbleiben. Ich habe mir neue Mucke reingehauen hier in die Pause, hoffentlich funktioniert das auch. Und dann ist das nicht mehr diese Einschlafmusik. Vorübergehend erstmal. Schweigen der Lämmer. Reibt sich die Haut mit der Lotion ein. Genau. So, dale.
So, wo sind denn hier meine zwei Lieben hier? Ich warte bei euch im Discord. Ich muss hier jetzt, aber ich kann hier schon mal den Sound umstellen. Machen wir das schon mal so. So, Discord 1, Discord 2. Gucken wir mal. Wenn es irgendwelche komischen Rückkopplungen gibt oder so, oder doppelt hört, einfach Bescheid geben. Hallo. Ha. Haben hier wieder das schöne Push-to-Talk drin wahrscheinlich. Hm, muss ich mal schnell reinloggen. Ihr habt ja Zeit da draußen, gell? Ich guck mal bei den Berechtigungen. So. Sprechen an. Jetzt hörst du mich. Ja, jetzt höre ich dich. Ich hoffe, die Zuschauer natürlich auch. Ich weiß nicht, die Elke war vorhin kurz drin. Ich habe sie reingezogen in unseren Channel. Und dann hat sie sich einfach wieder von dannen gemacht. Als wäre sie verängstigt. Ja, ich würde gerne irgendwie nicht vorstellen. Ich würde ja gerne andere Musik reinmachen, aber das muss alles GEMA und Rechte frei bleiben für YouTube. Deswegen kann ich hier leider gar nichts anderes reinmachen. Bei Twitch wäre das sogar möglich, aber ja, es ist ja so ein bisschen kritisch. Wo ist denn die Mutti? Ich sehe sie, ich ziehe sie jetzt mal zu uns rein. Hallo, Lore. Ah, jetzt. Da ist sie. Mama Luda. So. Jetzt dürft ihr noch ein bisschen. Ich fummel hier noch kurz rum. Ich hoffe, man kann sie da draußen hören, lieber Chat. Einmal kurz Rückmeldung geben, ob man die zwei Ganoven auch hören kann. Oder ob ich jetzt nur wieder mit mir selber rede. Und ja, dann hoffe ich, euch geht's gut, ihr zwei. Ja. Soweit am heiligen Samstag. Ja. Seid ihr hier bei mir? Ja, Dave, sag mal, wolltest du nicht mehr neue Bilder fürs Intro machen? Ja, habe ich tatsächlich vergessen. Ja, die zwei Schweine. Schlawiner. Der Manni muss den Hut bereitstellen. Heute gibt es wieder Pay-TV. So. Wir brauchen eine Trinkgeldkasse. Ja, genau. Ich fange jetzt mal hier kurz das Radieren an. Ja, ich wollte tatsächlich die Bilder mal aktualisieren, aber das kostet immer viel Zeit, weil das mache ich mit dem Renderprogramm. Das ist bei OBS nicht eingespeichert, sondern das ist exklusiv ein Video, wo ich eure Bilder alle mal zusammenschneide, einstelle, dass die so und so lang laufen und dann den Wechsel einfüge. Und das ist natürlich alles mit Zeit verbunden. Und es ist manchmal gar nicht so einfach, das alles so unter einen Hut zu bringen. Aber das kennt ihr ja selber, ihr zwei. Ja, wie? Nee. Erzähl mal. Genau. Jetzt hat er gedacht, er nimmt uns das, dass wir quatschen und er arbeiten kann. Ja, genau. Jetzt aber geht es nach hinten los. Erklär mal. Seit wann bist du krank? Gestern war doch gar nichts. Doch, ich habe gestern mich nur zusammengerissen. Weißt? Das ist dann das, wenn man sich immer kurz mobilisiert, bevor man ganz abkackt. Keine Schwäche zeigen, ne? Ja, genau. War schon der Harte. Eieiei. Das war jetzt nicht so. Nein, das war jetzt echt nicht so gedacht. Ach nee, wir waren in Gedanken total bei euch. Wirklich. Ja, kann ich mir vorstellen. Bei jedem zweiten Wort waren wir eigentlich nur am Lachen, weil wir wieder gesagt haben, was jetzt wie die denken würden. Ihr wart auf jeden Fall Gesprächsthema, ja. Doch, war echt witzig. Und Dave Junior hatte ja. Shakern besser drauf wie der Alte. Ja. Muss ich ganz klar sagen. Der macht das, weißt du, was das bei dem so geil ist, bei meinem Bub, der hat heute auch schon wieder so, der stand da dran und dann hat er so mit den Schultern, ich kann es gar nicht mehr haben, da kam so die Moni von der Seite und der so, na du, und der so, hat er sich so weggedreht. Das war so, oh, dieser, du hast mich. Der weiß schon, wie es geht. Er hat vom Vater gelernt. Ich glaube, so viel kann ich ihm gar nicht vormachen, wie der schon in der Wiege hat, also. Da hat er noch diesen Schaum. Wenn der noch die blauen Augen beibehält und sein Grübchen und so, der wird mal noch genau, so ein richtiger Wominitzer. Der hat nur rechts das Grübchen, glaub, gell? Ja. Nur auf einer Seite. So geil. Und dann grint er dich so an und musst du schon wie machen.
Aber jetzt höre ich ihn gerade schreien, ist gerade wach. Jetzt kann die Frau rein und hoffen, dass die Tochter nicht auch noch wach wird. Und ich bin schön hier. Ja, aber Nils, bei dir ist die Zeit ja, glaube ich, auch rum, was das Thema angeht. Ein paar Jährchen. Wie meinst du? Erziehungstechnisch? Ja, Kleinkinder, Babys. Ja, ich habe eine kleine Tochter. Die wird dieses Jahr 32. Okay, genau. Ja, die hilft mir schon bald wieder über die Straße dann. Hoppa, komm. Ja, genau. Das ist geil. Ey, ist für mich immer schön, kann ich hier noch ein bisschen mich mehr aufs Malen konzentrieren und mit euch noch ein bisschen schnacken. Das hat mir letztes Mal so viel Spaß gemacht, deswegen mache ich das eben heute eh nochmal. Du, wir haben heute schon alles geschrieben, wir reden einfach gar nicht mehr miteinander. Ja, das hatte ich mir eh vorgenommen. Mit mir nicht mehr zu reden? Ja. Warum? Puh, weiß ich nicht, irgendeinen muss ich mir raussuchen. Ich bin's nicht. Ich mach da nicht mit. Weißt du, was mein Mann heute, ich muss mal gerade sagen, gell? Wir hatten ja heute das Gespräch mit Buchstaben klauen. Ja. Unter anderem sollte man dir ja das N klauen. Ja. Weil ich bin ja schon dafür, dass es unsere neue Ilse ist. Dann bin ich nicht ganz so weiblich alleine. Ja, wieso? Wir haben doch, Diana ist doch da und... Ja, die ist ja jetzt beim Roger. Also bitte, wo ist die heute? Hm? Beim Roger. Und der Verstärkung nichts. Spielt ihr auch noch Tennis jetzt, sind oder? Auch nie. Spielt ihr auch jetzt noch Tennis, oder? Die wird den ersten Federer ist, sagst du. Auf jeden Fall habe ich das meinem Mann vorgelesen. Ja? Ja. Und mit Ilse und mit dem N. Und dann habe ich deinen Kommentar vorgelesen, dass das N ja nur geklaut werden darf, wenn du das dann an die richtige Stelle setzen darfst. Ja. Und meine Tochter und mein Mann gleichzeitig rausgebrüllt und sich einen abgelacht. Das heißt jetzt Nelke. Ja, das ist mir. Ich habe auch, als du dann gesagt hast, nee, da mache ich nicht mit, da habe ich überlegt, okay, was könnte ich aus dem Namen Schlimmes bauen? Also, und das Schlimmste war tatsächlich die Nelke, die mir eingefallen ist. Also, es war gar nicht so schlimm. Also, naja, wer braucht schon eine Nelke? Die stehen zwei Tage im Wasser und stinken. Also, es braucht kein Mensch. Ja. Aber jetzt stell dir mal vor, du würdest mit Nachname... Nein, lass es. Ja, okay. Soll ich die Elke einmal nur kurz verlegen machen? Das kriege ich ganz schnell hin, ganz harmlos. Was? Die hat gestern zu mir gesagt, dass nein, der sag's Nils... nicht. Nein, sag's nicht. Nein, das war vertrauensvoll. Ja, jetzt ist zu spät. Dass der Nils so eine sexy, rauchige Stimme hat. Ja. Ich habe gesagt, er hat eine absolut tolle Radiostimme, also ja, Zuhörstimme. Da muss ich zustimmen, deswegen sage ich das gerade. Sexy, verraucht, ja, verrucht und alles. Also alles in einem. Abgefuckt und so richtig. Ja. Wann steht der Hut schon? Das kannst du dann. Kann die Frau dann gleich mal noch scheinen? Jetzt darfst du nicht mehr klimpern. Jetzt ja, genau. Du gehst ja, stimmt, nicht jetzt Discord. Nein, Spaß. Ja, da wollte ich drauf zurückkommen. Das stimmt. Ja. Absolut. Ja, das sicher. Guck. Meine, ja, sicher. Ich finde das, man hört sich ja selbst immer ganz anders als. Ja, gruselig. Ja, genau. Ganz genau. Ja, aber du hörst dich ja nicht gruselig an. Ja, aber das empfinde ich nicht so. Naja, du bist ja ein Mann. Mann hört. Weiß nicht. Weiß nicht, wenn du dich deine Stimme sexy hörst, weiß ich auch nicht, was da dann stimmt. Ja, nee, aber man empfindet die eigene Stimme ja nicht unbedingt als schön. Das ist zu laut. Moment, ich hab's jetzt mal laut. Meine Frau stimmt dir zu, Elke. Siehste? Ich sag's doch. Hallo, Frau Manne. Frau Manne. 0800. Aber das war früher war das immer die 0900, 6 mal die 6 oder sowas. Ja, der Daniel ist auf dem Laufenden, hallo. Ich habe tatsächlich den Nils jetzt mal auf 200 laut gemacht, weil der Markus Koch so geschrien hat, dass ich Nils nicht mehr verstanden habe. Ich habe ihn jetzt runterreguliert, es müsste jetzt wieder normal sein. Ihr habt gar nicht den Chat im Auge, ihr Schweine. Natürlich, ich habe gesagt, doch hallo. Doch, ich mache nichts anderes, ich lese nur noch den Chat, deswegen spreche ich ja nichts.
Ich hasse meine Stimme zu hören, ja, ganz genau. Das sehe ich auch so. Sie heißt Janne oder Jane? Ja, Janne ist Janne. Nordisch, oder? Das ist Janne. Gesprochen, Janne. Janne ist doch nochmal nordisch eher, oder? Und Manne ist ja auch. Manne und Janne. Wie und geil. Und das Sächsisch dazu. Achso, ich spreche doch gar nicht. Der Manne ist nicht sächsisch. Der Enrico ist sächsisch, ne? Der Enrico. Ja, ne. Der Enrico. Wir sind über der Zähne gehüpft, wir sind Trabi gefahren, was hast du gekriegt? Ein Händelchen ist der Ei. Und dann gibt's einen Bräuler dazu. Und eine Bämme. Und eine Bämme, genau. Oh, Enrico, wir sind böse. Tut mir so leid. Das ist doch alles ganz herzlich. Aber weißt du, wir werden... Harz, aber herzlich, oder? Ne, freilich. Harz, aber herzlich, geil. Ihr wisst ja, in Wurst sind Vitamine. Und sie ist Original-Wikingerin. Ach du Scheiße, eine Schildmaid Nummer 2. Holla, die Waldfee. Das kann nur eine geben. Du musst mal rechtfertigen, Elke. Na, du kannst dich nicht einfach so Schildmaid nennen und da muss man schon zeigen, was man drauf hat. Ne? Ich habe gezeigt, was ich drauf habe. Ich habe den Mann an einem Mittag hier krank gekriegt. Schau, gestern hatte er noch nichts und heute, was macht ja, unser Dave? Ja. Kränkelt. Siehst du? Also... Einmal hab rangenommen, scheiß. Ich fand's ganz geil, wo du dich dann mal kurz so im Rücken warst und nicht so schön hier mein gelutscht. wo Elke schön gequatscht hat, da war das ganz nice, weil dann habe ich sie nur noch gehört und dann war es wieder ganz vertraut. Ach, du Arsch. Weißt du? Sagt er, das war wirklich so, sagte, ich war hinter ihm und sagte, weißt du, jetzt bist du ganz vertraut, wenn du hinter mir redest. Und ich, super. Ich kann mir eigentlich schon noch ein bisschen angucken. Also so schön. Ja, da hat sowas ja nicht gemeint. Ja, du meintest, dass du normalerweise immer nur die Stimme hörst. Genau. Ja. Jetzt ist es gewohnt, so hast du gesagt. Jetzt ist genau. Es gewohnt. Ich finde das ist ganz spannend, ungewohnt. Weil ich sehe euch ja in der Regel nicht. Oder halt nur so ein bisschen bei Discord, auch nur so ein bisschen. Für mich ist das natürlich mega spannend, weil ihr seht mich jeden Tag, also jedes Mal in Videos und so, aber ich kenne euch ja so vom Sehen her gar nicht. Ja, ich habe neuerdings ein großes Poster über dem Bett von dir. Geil. Ja, mein Mann findet es auch super. Quatsch. Buchhalter. Hast du eben gesagt, ein großes Poster oder ein Gruselposter? Ja, weiß ich gar nicht mehr, was habe ich gesagt? Ich weiß auch gar nicht, was jetzt meine innere Stimme jetzt wollte. Buchhalter. Porno? Hä? Porno. Dave, das heißt Wurst. Porno. Ach, Wurst. In Wurst sind Vitamine. Ich glaube, wir haben zu viel kreuz und quer gequatscht. Mhm. 080, nein, 3. Das war Porno, aber schon. Das war gestern richtig Spaß. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, ich habe immer noch Dauergrinsen drauf. Das war echt witzig. Ja, und den, wie heißt denn eigentlich der komische Vogel? Voldemort. Warum heißt der Voldemort? Weil der im Wald mordet. Ja, genau. Voldemort. Der mordet mit der Snake. Ich kann nur eins, Explendiamos, mehr fällt mir nicht ein. Ja, ja, und das in allen Sprachen. Hey, ihr wisst doch, man sagt doch hier, an der Nase eines Mannes erkennst du seinen Johannes. Ja, der hat halt keine, gell? Also das wird mir mal zu denken geben. Soll ich was über deine Nase sagen? Sie ist mächtig. Das liegt halt auch immer im Sinne des Betrachters. Ja, natürlich. Deswegen gucken sich Männer auch immer im Spiegel an. Da wirkt alles größer. Ah, ja. Mhm. So ein Zerspiegel. Ja, genau. Wie so ein Gruselkabinett. So, boah. Scheiß auf die Wampe, Hauptsache das Gemächt ist riesig. In welchem Film ist das? Da gibt es so einen Film. Ach nee, ich darf das. Ach Gott. Ach so, der heißt Man in Black. Lass mich wieder. Ja, nee.
Lass uns. Ein zweites Thema. Und bitte mehr Details, ja genau. Nee, das gut sein. Da ist der kleine Dave, gell, mit seinen 16 Jahren in die Videothek gegangen mit seinem besten Kumpel, der damals schon 20 war, weil wir Videogame ja so mochten. Und dann gab es irgendein FSK 18 Spiel, was wir ausleihen wollten. Ja, damals sind wir noch in die Videothek gegangen. Jetzt waren natürlich die Videospiele FSK 18 natürlich auch bei den anderen Filmchen. Und dann war ich da tatsächlich drin und habe so die Spiele angeguckt und habe ich mich so, der junge Dave, der da rein durfte, hat sich so um 180 Grad gedreht und hatte dann so die Wand vor sich. Und das Erste, was mir dann wirklich ins Auge gestochen war, war dann so eine billig aufgemachte Frontseite von Man in Black, die zwei so Rücken an Rücken mit ihren Waffen stehen. Und da stand aber tatsächlich dran, Man in Black. Das hätte ich, glaube ich, in meiner Lebzeit nicht mehr vergessen. Das war so bescheuert. Hier ist das Lachen angefangen. Und dann war es nur noch eklig, nachdem ich verstanden habe, um was es da geht. Und dann waren wir da wieder draußen. Da habe ich gleich die richtige Abteilung erwischt. Ah. Furchtbar. Wir haben in den Abteilungen immer Porno-Bingo gespielt. Was ist Porno-Bingo? Nee, nimmt einer halt diese Filmhülle und liest vor und wer zuerst lachen muss, hat verloren. Da gibt es ganz abgedrehte Beschreibungen für die Filme da. Echt. Also da wäre ich ja gleich raus. Da wollte ich ja gar nicht reingehen. Wahrscheinlich, ja. Das wäre schon ein Filmtitel. Also vor vielen Jahren waren wir mal auf der Reeperbahn mit dem Kegelclub. Aha. Ja, ja. Sind nicht nur Frauen, also waren auch Männer. Und auf jeden Fall hatten wir auch Frauen dabei und die waren halt, dann sind wir so die Reeperbahn ab und ich war also ganz scharf drauf, das einfach mal zu gucken, so als Landei. Und dann waren da so ein paar Frauen dabei, die da also ganz arg ein bisschen, ja, ich weiß gar nicht, der Stock im Arsch hatten. Und wir sind dann da so durchgelaufen und dann gibt es ja diese Sexshops. Und wir sind dann da rein. Lustshops. Oder so. Und dann gibt es da ja so, das ist ja ein XXL-Format. Und dann haben wir so voll auf Darth Vader gespielt. Ich und meine Freundin haben uns so gegeneinander einen Schwertkampf gemacht. Gell? Und die anderen haben sich nur fremd geschämt. Nur, dass wir halt weniger aufgefallen sind wie die, weil das ist ja ganz normal. Gell? Aber es war so lustig. Ich habe das noch nie vorher gesehen. Ich fand es toll. Also ich fand es witzig. Ja, das ist, glaube ich, eher so die Regel, wenn du nicht mitmachst, fliegst du raus. Ja. Ach guck, da haben wir es wieder. Der Dani hat den gleichen Spruch wie der Manni letztes Mal. Ja, gutes Werkzeug hängt immer unterm Dach. Und jetzt weiß ich auch endlich, was das bedeutet. Manni hat uns ja aufgeklärt. Bildungstwitch. Genau, jetzt sind wir ja aufgeklärt, dass man einfach... Aber der Dani hat ja gar keinen Bauch. Der hat ja gar kein Dach. Oder hat er die falschen Bilder in Insta? Aha. Dani, du stalkst auch alle, gell? Die Elke stalkt ich, aber ich wirklich. Ich stalk alle. Ich muss wissen, mit wem ich zu tun habe. Nachher ist wirklich nur... Es hat ja, aber nicht, dass du nur anrufst, gell? Der Lotion. Das mache ich nur bei Nils. Weil ich wollte... ich bin wenigstens ehrlich. Ich gebe zu, dass ich ihn großziehen wollte. Also, das Bild. Ja. Ach gut, versteckt, sagt der Dani. Ach, der Quatsch. Der hat echt nix. Aber ich fand auch den Norm total cool mit seinem Ausflug und seinen RC-Caster unten in Italien. Das macht sich ja auch voll Bock. Vor allem hast du diese Rennbahn gesehen. Ja, ist schon, also wenn man das mag, ist es schon geil. Geht das wieder los, wenn man es schon mag? Nee, ist ja so. Also ich kann bei uns um die Ecke hier wohnt auch einer, der lässt auch immer so Kisten fahren. Also keinen fahren, sondern die steuert die Autos da. Der kann das Mikro nicht ausmachen schon, dabei. Das nervt schon kolossal, weil die Dinger da halt ständig im Kreis brummen und die quietschen ja wie ein, was weiß ich, wie eine kaputte Bohrmaschine hier. Die haben aber teilweise auch schon einen guten Sound drauf. Halt eben in den höheren Oktaven. Ja, kann ich. Also mit Kopfweh tut es halt nicht gut. Geht gar nicht. Aber das ist, also wenn man das mag, ist es bestimmt geil. Die Strecke war schon cool. Ja, die haben richtig geschanzt, gell? So, jetzt sollte ich euch mal auch noch raufnehmen vor lauter Zubehör frei, ne? Aha.
Ja, wo ich also, ja, wobei ich ja das Design finde ich ja dann schon wieder ganz cool, ne? Wenn man die Karren dann ordentlich bemalen kann. Ja. Das ist schon ziemlich fett dann. Aber. Soll ich mal was sagen? Ich habe nur, weil ich Bock hatte, Minifiguren zu bemalen, mir irgendein Tabletop-Spiel geholt. Und das war noch Doom, das war 2016. Hab die Figuren bemalt, hab das genau zweimal gespielt, nicht verstanden so richtig und dann nie wieder angefasst. Aber Hauptsache die Minifiguren angemalt, einfach nur weil ich Bock hatte. Ich muss mal schön zum Goblin sagen, also ich habe das jetzt echt in Natura gesehen und ich bin total erschrocken. Erstens sieht man es echt über TV oder über das Tablet oder wie auch immer, wo man es halt gerade anguckt. Man sieht es definitiv nicht so gut. Und vor allem auch dieses Hell-Dunkel, was hier weiß ist. Also für mich war das ja immer noch so. Und auch wenn ich es jetzt wieder angucke, finde ich seine Zähne total so grünstichig. Sind sie Natura überhaupt nicht. Also sie grünstichig sind wirklich, ist blau. Ja. Also man sieht wirklich also den Kontrast. Und dann ist das Ding mehr als scheiße klein. Also ich frage mich jetzt noch, wie man das echt mit der Gans so machen kann, dieses Gesicht und alles. Also es ist schon mega. Also ohne ihn jetzt zu loben, also es ist echt. Nee, mach das, der dreht ja völlig durch, wenn du den lobst. Nee, ich muss mich einschleimen. Warte, ich zerstöre eine Nadel, also hört auf damit. Apropos Nadel, gell? Ja. Also Nadel ist ja so eine Sache, ich hätte ja gestern fast geschrottet. Oh, da war ich zweimal mit Schnappatmung dran, oder dreimal, sagen wir es mal so. Ich glaube, es war mehr wie dreimal. Wie die Elke, aber die hat ja so geblubbert, guck, so hat sie das gemacht. Pass auf. Und sie hat aber immer den Stift genommen und dann so. Mit, also verkehrt rum und dann immer so. Und dann kurz davor, ach ja, hoppala. Und ich immer so. Und das war echt nicht einmal Absicht, sondern das ist mir wirklich immer so passiert. Und immer so Kopf davor, so. Okay. Ich hab genug, das wäre nicht das Problem gewesen. Aber die AL Plus, die hätte man nicht mehr nutzen können. Das wäre ein bisschen blöd gewesen. Aber jetzt mal. Hand aufs Herz, du hast einen Kurs gemacht bei dem Nadelschredderkönig. Ja. Also, das muss ja eigentlich wenigstens eine defekte Nadel muss ja drin sein. Also wir haben eine. Wir haben eine defekte Düse tatsächlich ausgemustert. Das ist immer spannend und das habe ich bei keinem anderen Kurs bis jetzt gehabt. Also ich sage jetzt nicht, dass ich ja hier Kurse groß mache oder so, aber egal welchen Kurs ich gesehen habe, die gucken ja nie deine Gun an oder so. Die machen halt einfach, stimmt, du kommst hin und die machen dein und wenn die nicht gleich funktioniert, dann kriegst du ein anderes Modell von denen. Das ist ja beim Roger genauso wie wahrscheinlich beim Spencers Design und sonst irgendwo. Aber ich habe mir natürlich die Zeit genommen, weil wir die auch hatten und habe mir da unter dem Mikroskop einfach alles angeguckt. Die Düsen, die Nadeln und dann zuerst kam das Gerät dran. Ja, erst das Gerät in Gutachten. Genau. Richtig schön von oben nach unten. Fehlerquelle gehen. Nein, aber danach kann man damit auch arbeiten. Dann hat er auch eigentlich weitestgehend ganz gut geklappt, muss man sagen. Ich hatte eine dreieckige Düse. Man muss ja fairerweise auch sagen, das kannst du ja auch nur machen, wenn du quasi alleine da bist. Wenn du jetzt sechs Mann da sitzen hast und willst bei jedem das Gerät auseinanderschrauben, um zu gucken, ob die Düsen passen und dann hast du ja schon mal den ersten Tag verballert, nur um die Gun halt einsatzbereit zu kriegen. Ja, naja, sind wir mal ehrlich, jetzt habe ich so viel Einsatz und Argumente gebracht, dann darf ich das auch erwarten, oder? Natürlich. Dass er sich dann einfach mir Zeit nimmt, oder? Also ich kenne ja jetzt nur einen Teil der Argumente, da kann ich eigentlich nicht so viel zu sagen. Also ich finde, die Herrenhandtasche hat was, oder? Ja, die hat was. Die hat was. Da sind Engel drin. Musste die denn eigentlich nachfüllen, wenn sie leer ist, oder ist das eine einmalige Sache? Ja, wenn sie leer ist, dann muss er sich melden und im Notfall komme ich halt wieder und tausche es dann aus. Und für so einen Tag kann man das schon mal machen. Ach, ich komme dich auf jeden Fall mal besuchen. Du bist ja nicht weit weg. Das ist das Schöne, meine kleine Elke. Die kenne ich jetzt schon. Ich habe ja schon gesagt, wo ist die Elke? Ich will mit der Elke fahren. Sag ich, oh, so schnell mal können wir da jetzt nicht hinfahren. Okay. Man braucht da einfach ein Ziel. Also man muss einfach die Kinder von sich abhängig machen, dann möchte der Papa auch wieder, dass man kommt. Egal, was man macht, ob Nadelschreddern oder Pömpels und Schläuche auf den Boden schmeißen und überhaupt sich blöd anstellen. Kompressordruck verstellen. Also ich will nicht mosern, aber irgendwie vermisse ich den Koch.
Was ist denn los mit Markus? Keine Ahnung, also der steht bei mir heute auf der Liste. Ja, was bei mir auch. Eigentlich müssten wir jetzt richtig hart lästern, damit er wieder einen Anreiz hat, mehr aufzupassen. Ja, und ich habe ihn heute extra schon aufgebaut. Ich habe mir extra eine Iwata bestellt. Ey, ich habe sein Bild passiert. Genommen, gell? Was er... Zeit, aber Koch vergisst nie. Ja, genau. Wo ist er denn? Ey, ich habe gestern sein Bild genommen, was er ja aktuell malt, und habe in die längliche Form einen Kreis gemalt, einen langen Strich und dann zwei Kreise hinten dran und habe ihm das nur privat geschickt. Nicht so, ist das so korrekt? Und dann habe ich mich totgelacht und er hat sich totgelacht. Und das war herrlich. Das war so bescheuert. Aber das konnte ich nicht öffentlich reinhauen ins Discord. Das geht nicht, aber das war einfach nur super. Ey. Aber es sieht irgendwie cool aus. Ja, aber ich bin schon sehr dankbar, dass er nicht sich an Ohren noch aufhält. Weil mit den vielen Klammern und diesen vielen komischen Dingen wäre das, glaube ich, ganz böse, was mit den Ohren noch passieren würde. Ich möchte es gar nicht wissen. Mir tut die Frau jetzt schon leid. Ah. Aber so von der Nase her aufwärts ist schon richtig Bombe, das Ding, ne? Ja, finde ich auch. Das sieht schon richtig stark aus. Macht aber, glaube ich, wieder auch voll seinen Style. Ja. Also die Frauen haben immer so eine süße Sexiness an ihm. Also ich finde, da hat er schon so seinen Style. Ja, wobei das... finde ich echt cool. Das mit süß hat das Motiv sonst nichts zu tun. Genau, ja. Aber ich finde schon dann sind wir uns da schon mal einig. nee. Aber ich meine, so, weißt du, diese Frauen an sich, so dieses... Ah, was ist denn das so? McRyan-Style oder so. So, ja. Weißt du, ich meine, so ein bisschen... Ja. Also nicht so, also nicht Danny-Frauen, keine Clown-Frauen, keine so verruchten. Ja, ist die Frage, ist das, sucht er die sich so aus? Ist das Absicht? Oder? Weiß ich nicht. Aber wahrscheinlich ist das so, ja, man sucht ja immer schon so seinen Style dann. Boah, aber dem Danny sein ist ja auch, finde ich, geil. Ja, also der macht das schon wieder super, der ruft sich da richtig rein in das Ganze. Ich finde halt auch, also irgendwie habe ich das Gefühl, der hat so die Eigenart, mit jedem Bild einfach besser zu werden. Ne? Ja. Das ist echt, also das ist ja auch nichts Einfaches. Das sind ja echt komplexe Sachen, die der da runterhaut. Das ist schon ziemlich geil. Vor allem dann zwei, drei Porträts und nicht nur eins, sondern ja, eben, mal genau, das meine ich ja. Fünf oder so. Das muss ja auch alles zusammenpassen. Und ja, und was so schwierig oder was ich total cool finde, ist, mach mal so viel dunkel. Ohne dass es dunkel ist. Ja. Also es hört sich jetzt ja blöd an, gell? Aber mach mal so schwarzen Michael Jackson, der aber trotzdem noch Kontur hat. Also es ist ja nicht Michael Jackson, wie hat er nochmal gesagt? Ja, das für uns ist, aber da weiß jeder schon, was verspricht. Sieht ja so voll so Billie Jean, so, so richtig hart und dann aber trotzdem, dass du eigentlich genau, du siehst genau die Konturen. Also ohne dass man sieht. Also das finde ich geil. Also das ist so Tiefe in der Dunkelheit noch hinzukriegen. Bei mir wäre es jetzt einfach nur schwarz. Und das ist schon ein Unterschied. Also das finde ich schon cool. Aber wieso in der Dunkelheit? Meinst du nicht, dass er das Licht anmacht zu Hause? Du Depp. Immer verstehe ich was falsch und dann wäre ich gleich wieder beschimpft. Hey, du bist echt so eine Verona-Brot, gell? Du machst immer extra auf doof, dass man dir gar nicht mehr... Weißt du, dir traue ich ja keine 5 Meter, gell? Ist, so ist da etwa der Punkt drin? Und da verstehe ich was falsch, als ob du irgendwas falsch verstehen könntest. Ist so ein Fuchs, echt. Deswegen mache ich ihn nicht so, weißt du, den kenne ich jetzt schon, ich glaube, über 2 Jahre oder länger schon jetzt. Ja. Und das ist schon so nice, wenn ich bedenke, dass wir auf dem Discord-Server echt, ich glaube, ein Dreivierteljahr oder ein halbes Jahr erst nur zu zweit waren, dann mit dem Hardy nur zu dritt und dann kam so langsam so der Dani dazu und immer mehr und dann wurde das auch mit dem Stammtisch immer cooler. Und ach, schaut mal geschwind, der Dani, vielen Dank fürs Loben, ihr Lieben. Ja, sehr gerne. Der sagt immer, nicht, der Hardy sagt es, nicht dafür. Nicht dafür. Ja, was wahr ist, darf man sagen. Und ja. Wenn ich darf das auf jeden Fall, weil ich bin jetzt ausgezeichnet, ich darf das. Ja, du hast eine einmalige Urkunde. Ja. Beim besten Erdbeerschutz Deutschlands. Ja, Hardy. Hardy ist ja
Hadi, der freut sich immer, wenn du ihn lobst, und dann spielt er da immer voll mit. Wenn du ihn irgendwie kritisierst, dann war es nur ein Übungsbild. Oh, oh, wie geil. Hart, aber wahr. Oh, seid nicht. Also ich lass mir mein Hadi in Ruhe. Nee, ist ja, genau das klar. Also ja. Ich würde nie behaupten, dass ich das besser mache als Hadi. Der haut schon geile Dinger da raus. Ja, Wisst ihr, was am Hadi toll ist? Was ich so absolut schön finde an seinen Bildern? Das habe ich gestern in Dave gesagt. Die sind immer so ruhig und so aufgeräumt. So. Ach, das ist was ich so toll finde, so spartanisch clean. Das finde ich eben. Wenn du die Jolie anguckst, und das ist sowas für mich so unnahbar. Da werde ich nie hinkommen, weil ich vorher immer eskaliere. Immer. Da kann ich tun, was ich will, es wird nie ruhig. Da kann ich machen, was ich will. Ja, die Jolie, die ist schon extrem geil geworden. Boah, also das, ich finde ja, die ist schon so toll. Aber genau das ist halt das. Also wenn ich irgendwie was nicht gut finde an seinen Bildern, dann ist das genau dieses Aufgeräumte und Sterile. Weil doch, ich weiß, das finde ich mal schön. Nee, das, also mir persönlich gefällt der Stil eben nicht so, wenn immer so viel abmaskiert wird und abgeklebt wird. Und ich finde, das sieht man am Ende, egal wie man dagegen arbeitet. Und das ist nicht so mein Geschmack. Doch, ich finde, das passt zu seinen Bildern und zu Hardy passt es einfach. Das ist sein. Also das ist sein Markenzeichen. Und das ist, ich will damit nicht sagen, dass das schlecht ist, was er macht. Nee. Verstehe dich auch völlig. Das ist genau wie bei dir, Elke. Du drückst da deinen Finger ab. Ich verliere halt immer. Ja. Aber das sind halt deine Bilder, die erkennt man sofort, und genauso erkennt man Hardys Bilder, ne? Und das muss ja nicht so sein. Jetzt, ich erkenne deine auch immer sofort. Ja. Das war, ich erkenne meine auch immer sofort. Das ist gut, dass du deine kennst. Markus erkenne ich seine auch immer, weil die haben so ein schwarzes Kreuz. Beim Neuen hat er absolutes schwarzes Kreuzverbot. Okay. Absolut, habe ich ihm aufgelegt, gell? Er hat dann gemeint, er nimmt aber ein rotes. Aber jetzt, Elke, jetzt überleg mal, wenn der das jetzt noch weiterspinnt und das wird noch ein bisschen extremer, dann muss er es zensieren mit dem schwarzen Kreuz. Aber ja, wenn er solche Sachen macht, wie du da dann reinmalst, schon. Das wird vielleicht nur eine Sicherheitsnadel. Also. Schon mal dran gedacht? Wäre meine Frage jetzt gewesen, was soll es denn werden? Also das, was wir alle drin sehen, wird es mit Sicherheit nicht. Nein, das wäre die falsche Richtung, hallo? Ja, das wird wahrscheinlich eine Oberschiene oder sowas. Ja, das ist schon das. Aber. Der Manni kennt sich doch in solchen Szenerien aus, der wüsste sicherlich jetzt, was da reinkommt. Wie war das Codewort für die Elke, wenn sie nicht so viel reden soll? War das Pfirsich, oder? Riesenpfanne. Riesenpfanne. Spaß. Aber Nils, auch was ich da nochmal auf das Thema von Mali zurückzukommen. Ich verstehe das vollkommen, weil man kann nicht alles mögen. Jeder hat seinen individuellen Geschmack. Und ja, ich bin da bescheuert. Ich sehe das so ähnlich wie bei dir. Mir gefällt dieses Aufgeräumte auch nicht so ganz, was gar nicht die Qualität schmälert, sondern einfach nur den persönlichen Geschmack. Genau. Das ist einfach, finde ich, so. Kann man auch ganz normal sagen. Absolut, ja. Ist ja auch gar nicht böse, mein Design. Wann wird die Riesenpfanne wieder aufgelöst? Jetzt. Ich darf das nie meinem Mann verraten. Dann spricht er den ganzen Tag, wenn er sich um eine Riesenpfanne. Ich bräuchte eher ein anderes Codewort. Du? Für meine Frau, wenn sie sich dann entblättern soll. Wir haben nichts von entblättern, wir haben von Klappe halten. Genau. Was denkst du schon? Mango! Verdammt. Oh Gott. Oh Mann. Weiß ich, wenn sich entblättert. Hundewelpen. Ich weiß nicht, ob das dann so anregend ist, wenn du von Hundewelpen redest. Nee, aber es zögert vielleicht raus. Das kann von Vorteil sein. Bam-bam, genau. Das kriegen wir besser hin. Also, wie geht das so hier? Die 5 so, Minuten. Ah, das war gerade ein Einsatzhase. Ja, das siehst du.
Und wir sprechen nicht vom weißen Hai. Gestern war ich, meine Frau war gestern unterwegs mit ihren Weiber. Und da habe ich gedacht, komm, guck dir mal irgendeinen Scheiß an, den du dir mit Frau nie angucken würdest. Also dann habe ich gestern... Chuck Norris. Nee, Chuck Norris wird sie ja auch angucken. Okay. Ein Zombie-Hai geguckt. Was für ein Bullshit. Kann sich kein Mensch vorstellen. Ja, das ist schlimmer als Sharknado gewesen. Warum tut man sich dann das an? Also ehrlich, ich habe es nicht fertig geguckt. Ich wollte... Nicht durchgezogen. Nee, ging nicht. Also der war so schlecht. Also der war nicht so schlecht, dass er wieder gut war, aber... Okay, kommst du vor halt. Okay. Ja, wenn dann, also die Effekte waren halt auch grottig. Ne? Der war im Freien verfügbar. Ich hoffe nicht, dass du dann dafür bezahlt hast. Nee, nur 16 Euro. Nee, Quatsch. Oh Gott. Nee, oh Gott. Ja, glaube ich, Amazonien war das hier. Mhm. Ja, es gibt auch so viele Filme mittlerweile und Serien, man weiß doch gar nicht mehr, was man angucken soll, oder? Es ist mittlerweile so überladen alles. Ja, da ist doch LOL jetzt einfach toll. Also ich muss ja nochmal gerade drauf zurückkommen, ist einfach toll, oder? Ja, absolut. Aber was magst du an der Hazel nicht? Ich finde die nicht lustig. Doch. Wer ist das? Das ist diese Schweizerin, das ist eine Schweizer, oder? Gell? Schweizerin, in die Schweizerdeutsch auspackt. Die kann doch keiner so toll die Schnute nach oben ziehen. Die ist ja nur mit diesem Schnute und ich finde die gut. Finde ja irgendwie hat die was. Dani, dann hau rein. Gute Nacht. Viel Erfolg beim Praschen. Ich muss eure Erwartungen erfüllen. Wie geil, die hast du schon lange erfüllt. Ja, voilà. Das kann nur noch bergauf gehen. Schon lange passiert, kannst nur ein Stündchen wach bleiben, Schatz. Wenn du so weitermachst, Dani, dann gehe ich bald bei dir in den Unterricht. Ja. Geil. Wenn dann der Dave dann zum Dani geht und nachher kommt er zurück und hat dann so Clowns-Augen, dann wurde er noch tätowiert. Oh, schön. Ja, geil. Ich mal so ein Gruselzeug, dann ist wahrscheinlich die Hand amputiert und die Airbrush direkt auf den Stumpf montiert oder so. Und das ist gut, das kannst du dann abschrauben, beim Dani ist das sicherlich dann so, dann kannst du noch eine Angel ranschrauben. Ja, oder eine Pistole. Ja, Pistole und eine Angel, dann kann er... Gleichzeitig. Ein Finger, die Angel, ein Finger. Also, ne? Apropos Finger, die Hand gelingt mir jetzt gerade nicht so geil. Nee, ich denke gerade, was machst du denn jetzt da? Die ist, aber weißt du, dass an dem Referenzbild so doof ist? Okay. Bei der Hand, also die rechte hat ja diesen Handschuhcharakter und links auch, aber der Handschuh, also man sieht hier die Fingerkappen nicht, aber die sind so, das ist so ein Handschuh, der so hauteng anliegt und dann sieht man die Finger nicht. Latex. Das wirkt auf der linken Seite dann ein bisschen befremdlich, aber tja, so ist es halt, was soll ich machen? Ne, ich glaube, das siehst du auch erst, wenn du die andere, das sind jetzt 1, 2, 3 Finger, ja, wenn du der vierte noch hast, vielleicht kommt es dann besser. Der Shishi-Fick-Finger, ich meine der normale Finger. So, die Latex-Handschuhe kommen halt besser, stell dir mal vor, der hätte so Fäustlinge an, oder? Das wäre so geil. So flauschige Puschel. Greift nach seiner Granate, so, die fällt in die Runde. Das erste selbstgemachte Superschurken-Kostüm. So, ich habe ein paar alte Fäustlinge. Eine flauschige Puschel vorne dran. Ey, ich habe übrigens voll Bock, in dem Stil einfach nur mit Gelb und Orange so diesen Wolverine zu machen, aber jetzt so richtig groß das Gesicht, also mit der Maske einfach so ein bisschen der Bart vielleicht unten am Kinn, so richtig Orange-Gelb, das hätte ich irgendwie auch noch Bock drauf, so Kontrast zu dem hier einfach noch, dass es schön an der Wand aussieht irgendwie. Ja, dann gib Gas, schaffen wir heute Abend noch. Ja, hält sich halt mal ran. Genau, okay, Papi, Mami, danke. Steh nicht immer so lang da rum, sondern mach schon mal was. Ich brasche schon. Ich brasche. Brasche. Hola, Chica. Und da komme ich. Jorge. Ich gebe dir 4 Punkte. Haben wir gestern gemacht. Ja, aber das macht er in Natura echt besser.
er kann es vor der Kamera nicht meintern. Man erkennt es vor der Kamera, aber da schämt er sich. In echt, ja, wer macht es in echt nochmal besser? Ja, Natura. Wir haben auch gemeinsam, wir haben auch synchron, haben wir uns auch 3 Punkte gegeben. Also. Ich habe letztes Mal wirklich am Kochen an der Pfanne, ich glaube 10 oder 15 Minuten diesen Roche gemacht, gell? Aber meine Frau war schon so mies drauf, die war völlig übermüdet und Kinder halt voll am Randalieren, da war so ein bisschen Luft. Und dann wollte ich sie so ein bisschen aus der Reserve locken und die wollte halt nicht. Und ich stand dann da ist so vorne dran, und dann kommt dieser wunderbare Ding rein oder machen wir und ich mach und mach und mach. Irgendwann habe ich schon gar nicht mehr drauf geachtet, was sie so wirklich guckt und mach und mach und sehe dann irgendwann, wie sie so langsam aufs Grinsen anfängt und dann so fängt sie es an zu lachen, so, halt mal deine Schnauze, das gibt's ja gar nicht, wie kann man so viel Scheiße labern? Und dann fängt sie so zu lachen an und ich sage, guck, ihr habt meine Mission erfüllt, ich bin zufrieden. Ja, das war sehr gut. Ja. Bei LOL, gell, Nils, du hast ja auch schon gesehen, gell? Ja. Und da kommt ja auch noch Roche, gell? Ja, geil. Ja, oh, das ist so krank. Und das ist finde ich, also das ist richtig Martyrium. Mit dieser, wie heißt sie nochmal? Mit der Zitter, was war es? Der Zitter? Zittertalk. Ja. Zittertalk, genau. Ah, ist echt. Also, und der Maria Herbst, der ist der ja ist auch genial. Der ist genial. Junge, ist der heftig. Ich warte echt nur, bis dann Stromberg auspackt. Ja, aber wenn er das dann bringt, oh Gott, dann ist verloren. Seine Hitler-Parodie, die ist ja sensationell. Die hatten wir gestern in live. Ja, echt? Dave. Die Hitler, wir treffen uns um 11:00. Ja. Ich kann mich nicht erinnern. Gemalt. Doch, ich mich schon. Wir ja, das war so geil. Oh. Wie ja, den Voldemort aufbauen, ja, und dann sagt die Elke auf einmal, schau mal, wir haben den Adolf gemalt und dieser Voldemort hat einfach original das aus wie Adolf, so mit die Nase war noch nicht fertig, unten alles schwarz um die Lippe rum, weißt du, nicht so alter, und da haben wir so gelacht. Ach, das war herrlich. Das war wirklich alles weiß und alles schön vorbereitet und so schön vorgeschafft und jeder so ganz konzentriert dabei und dann sage ich, weil nur die Oberlippe, das hat so, und dann hatte der den Ausdruck und sagt, Himmel, was haben wir gemacht? Was sind das für Vibes? Und dann hat er echt ausgesehen wie unser Halleluja. Also schnell haben wir das aber beseitigt, aber ganz schnell. Ja, was der 22. hatte der nicht? Nee, der hat am 21. Geburtstag, ne? So, du, ich hab den jetzt nicht so auf meiner Geburtstagsliste, der kriegt kein Geschenk von mir. Happy Birthday to you. Bildungstechnisch, der Mann ist tot. Ne? Ja. So. Aber was, puh. Wer solche Horrorfilme und solche komischen Dinge anguckt, puh, weiß ja nie, was wiederkommt. Das stimmt allerdings, ja. Ja, und das. Aber ich weiß das tatsächlich auch nur, weil ich vor. Wie lange ist das her? 30 Jahren, sage ich mal. In einem Unternehmen gearbeitet habe, wo unter anderem halt Mitarbeiter zum 21.04. eine Kerze auf der Drehbank stehen hatten. Nee. Und ich bis dahin nicht wusste, um was es da geht, bis mir das dann irgendjemand gesagt hatte. Hä? Ja, das war bitter. Oh. Das ist wirklich harter Stuff. Ja, ja. Aber der Finger wird gut. Ja, wenigstens der eine. Ja, der Rest sieht so scheiße aus, ey. Ich muss da so viel radieren, aber hier ist noch so viel hell, deswegen ist mir das gerade noch so ein bisschen Latte. Ich hoffe, dass das noch halbwegs hinkommt, aber das sieht so geil aus. Und das ja. Aber die Gans laufen heute so schön, das macht einfach nur Freude ohne Ende. Das sage ich euch. Ja, das ist halt so, gell? Wenn ich mal da war, danach läuft's. Ja. Also das muss man einfach mal sehen. Ne? Dann, ja, danach läuft alles besser, kommt ja alles viel einfacher vorne. Hat die gerne gesagt, bitte vergewaltigt, lass mich nie wieder so vergewaltigen, danke. Also ich will ja nicht aber sagen, sagt die AL Plus hat dir gefallen. Oh, aber dass sie so geil teuer ist. Sowas, ich habe gleich daheim geguckt, da denke ich, was hat er gesagt, 120? Was hat er gesagt, 160? Hä? Wie geht das Ding noch hoch? Also, dann gucke ich das an und denke, oh, Halleluja. Also das muss ich jetzt echt noch mal warten. Was hast du denn zu Hause? Mit was brushst du denn? Ich habe die Evolution, die Classic. Okay.
Und ich durfte ja dann wirklich alles Mögliche probieren und ich bin da ja jetzt allgemein nicht ganz so wählerisch. Und weil ich behaupte einfach, als Laie habe ich da eh keine. Also als Laie habe ich ja eh keine Ahnung, so denke ich immer. Und dann habe ich so eine Weile geschafft und habe schon gar nicht mehr gemerkt, welche ich jetzt dran habe. Und dann denke ich, also mit der kann ich ja echt Freihand, weißt du, da brauchst du nicht mal abstützen. Also die kann ich echt so. Du hast so nix in der Hand, das Ding läuft, und dann sag ich, was ist denn das für eine? Und dann war es ja die A+, gell? Ja, genau. Und dann sagt er nachher noch, dann sag ich, also die gefällt mir, die ist toll. Und dann sagt er, ja, und dann sag ich, also die kaufe ich mir als nächstes. Ja, die habe ich mir extra umgebaut. Und dann sage ich, super, kaufe ich mir die, und die ist nachher der gleiche Scheiß, wie ich habe, ja. Und so, weil ich so, also wenn ich die dann habe, dann wird die umgebaut, das sage ich dir. Und dann sagst du mir genau wie. Weil die ist so cool. Wollte ich gerade fragen, was heißt denn umgebaut? Jetzt, ja. Jetzt muss ich konzentrieren gerade. Nicht umgebaut, sondern halt. Ich habe halt da den Spoiler dran, oder? Genau, ja. Ich habe einfach nur hier wieder den Trigger-Lag eliminiert bei der. Das und die Feder, hast du was gesagt, oder? War nichts mit der Feder? Das war bei der Infinity so. Ah, okay. Ich habe nicht so genau zugehört. Habe ich gemerkt. Die passt, aber die ist ein bisschen... Das ist einfach nur der Trigger, ein bisschen der ist sehr weich, weil da ist die Nudel, die Feder total durchgenudelt an der Gang, weil die habe ich mit fast am längsten. Das merkst du sofort. Es war so toll, ich war so toll beim Dave. Was habt ihr gemacht? Keine Ahnung, ich habe nicht so genau zugehört. Ja, ich wollte ja nicht hören, ich wollte tun. Du, wenn das so viel Info... Guck, da ist der Lappen. Er ist wieder da. Das war meine Hilfe gestern. Das war also wirklich, ohne den Lappen wäre ich ganz schön oft ausgeschmissen gewesen. Ja, der Nils war echt oft da. Ich habe immer einen Lappen gekriegt. Nee, das war nicht der Nils, das war der Lappen. Nee, aber das ist... Also unser Meister, der fällt wirklich. Jetzt wäre so langsam an der Zeit, dass er kommt und sagt, oh, ich habe jetzt alles gegessen, ich bin da. Und der ist nicht da. Ja, wollt ihr echt wieder Schnitzel essen gehen? Oder meinst du, er muss die Schwiegereltern noch verkraften? Nee, das hat er jetzt, das muss er jetzt durchhaben. Jetzt ist da eine Woche rum hier. Also jetzt hören wir auf mit heulen, jetzt geht's weiter, Krönchen richten, aufstehen, weiter geht's. Genau. Einmal so als Meister. Und als 100 Kilo Fenster geht es. Du Meister. Du Meister. Ich bin der Meister. Eieiei. Ihr würdet morgen wieder schimpfen, weil er sich morgen das Video anguckt. Ihr wart schon wieder da, ihr hast gar nichts gesagt, Dave. Das ist aber auch unmöglich, jetzt mach das nicht immer am Samstag. Samstag, weißt du, da kriegst du immer Besuch. Und dann sitzt du da so, da kannst du ja nicht immer weggehen. Jetzt mach das immer wieder, weißt du, Freitag ist echt besser. Gestern war auch mein Mann hier schwer zugange, ne? Ja. Okay, mach gesehen. Weiter. Mann, er hat schon einen Zug nach dem Meister. Übrigens als Nachtrag, es gibt auch Hanföl, gell? Hanföl von Seidenbacher. Seidenbacher Hanföl. Und Müsli. Alles. So. Ich merke auch langsam, genau wegen der Werbung habe ich das nie gekauft, ne? Ja, genau. Jetzt habe ich das... Ich habe gesagt, ganz so billig, gell? Ja. Ich habe das, also das bei uns im Markt stehen sehen. Und da sagt man, guck mal, das ist doch von der Werbung. Da ist ja genau, und deswegen kaufen wir das nicht. die ist einfach so unter ihr, der will einfach Geld sparen, der Vogel dann. Oder? Ja, aber es klappt doch. Jeder spricht drüber. Und was glaubst du, wie viel es probiert haben? Ja, vor allem jetzt das Hanföl, Schalloi, das Hanf dran ist, das ist doch gut. Ja, wird es wenigstens knallen, weißt du. Ja, dann dürfte es wahrscheinlich so nicht mehr verkaufen. Das hat doch Lidl gemacht. Ja, wir hatten doch zu viel davon nimmst, da knallt es vielleicht meine Unterhose dann. Ja, was, das ist keine geringe Menge. Wenn es eine geringe Menge ist, dann wird es auch nichts ausmachen. Dann kannst du mit der Einkastel, wie du willst, gell? Ja. Aber bei geringer Menge, das ist ja erlaubt.
Ich glaube, bei Lidl war das doch so, dass die so Hanfprodukte drin hatten, wo die dann aus dem Sortiment nehmen mussten. Ja, die haben sie aus dem Sortiment, ja. Aber was? Ja. Waren wir wieder zu spät? Gesehen. Das ja, war genau. Ganz kurz nur, ich glaube, das war nur ein paar Wochen, war das 2 Wochen oder so, glaube ich, drin irgendwie. Zumindest also bei uns war es sogar im Laden. Werbung. Ich habe es gesehen. Ja, es war in der Werbung und kurz danach, also ich war auch im Laden und dann kurz danach war es nämlich gleich weg und kam danach groß die Kampagne. Ja, haben sie festgestellt, dass die Mitarbeiter durch die Gänge geflogen sind. Ja, die tragen aber ja auch in Ostern bei uns Hasenohren und so. Ja, super. Ja, das ist ganz toll, das Erlebniskauf vom Feinsten. Ich muss mal schnell noch die Nachbarin grüßen, die wieder reinguckt. Genau. Mit ihren 80 wieder vor Vorhang. So, was macht ihr denn da? Ich habe mich gar nicht persönlich vorgestellt. Dave, das haben wir ganz vergessen. Ich wollte Mito vorstellen. Die kommt nur nachts raus. Ach so. Das ist. Na, ich darf mittlerweile auch tags raus. Ganz so schlimm ist nimmer. Ich habe. Ich musste ja erst mal überlegen, als Dave das erste Bild gepostet hat. Und sah dich. Also, ich habe ein ganz anderes Bild von dir im Kopf. Das war mir so gleich, aber gesagt, jetzt kommt er gleich und sagt, mach eins von vorne. Nee, das weiß ich ja, dass du es nicht wolltest, aber. Ich habe ja dann gepostet. Ich bin ja echt. Ich hab immer, wenn ich euren Dialekt höre, dann muss ich an diese. Komische Familie jetzt. Denken. Wie hieß das denn damals? Jetzt hörst du raus. Ja, warte, fällt mir gleich ein. Der Heinz Becker. Das ist ja ein anderer. Welche Familie? Nee, das war irgendwas mit Auswanderer. Bei Deutschland oder. Das war eine schwäbische Familie, eine Bäckersfamilie. Jetzt hör auf. Die sind nach irgendwo Schwarzafrika ausgewandert und wollten da eine Bäckerei eröffnen. Okay. Und da war es waren Mann, Frau, 2 Söhne. Aha. Also die 3 Männer haben in der Backstube gearbeitet, die Frau den Laden geschmissen und die waren so unterirdisch. Das muss ich googeln, wie die aussieht. So ein Lausbubenschnitt, halt so eine ganz dürre. Das bin ich nicht. Und die war so nervig einfach. Die hat echt gedacht, sie kommt da nach Schwarzafrika, ist der Heilsbringer und weil sie dann abends da die übrig gebliebene Brötchen verteilt hat und eine ganz fürchterliche Familie war das. Ich dachte, du magst mich. Wen mag ich? Ich dachte, du magst mich. Ja, aber. Aber warum vergleichst du mich denn? Hast du jetzt gerade die Charaktere gemacht? Nee, ich hab die Stimme, also weil die halt so extrem schwäbisch gesprochen hat, ich habe die Stimme dann im Kopf und dann automatisch, wenn ich dann diesen Dialekt höre, fällt mir diese Familie ein. Das hat mich ganz schön traumatisiert, merke ich gerade. Ja, ich mag es auch. Und jetzt weiß ich nicht, was dich mehr traumatisiert hat, dass du mich nachher von vorne gesehen hast oder dass du jetzt diese Familie im Kopf hast. Also, oder liegt gar an meiner Stimme. Jetzt bin ich, jetzt rück raus, Hase. Jetzt wird's interessant. Es liegt rein an dem Dialekt, dass ich an diese Familie denke. Das hat gar nichts mit der Stimmlage oder dem Ton zu tun. Das jetzt komm mal weiter und dann hast du von vorne, also von hinten war das dann noch die Familie. Von hinten war es noch. Okay. Ach komm, ich habe mich an Dave gewöhnt, da geht alles. Ja. Und was war dann von vorne? Jetzt überleg dir gut, was du sagst. Ich finde auch dein Haus und wenn ich weiterfahren muss, dann. Ich habe gedacht, alter Vater, was eine Fackel. So, jetzt kommst du. Was ist eine Fackel? Ist das jetzt positiv oder negativ? Google das halt, Mensch. Ungebildetes Volk. Dödel. Ah ja, Fackel, Dödel. Fackel ist heiß. Was ist denn los? Oh! Jetzt ist sie verlegt. Jetzt hast du es geschafft. Jetzt springt sie gleich nachher auf ihrem Buchmacher drauf, du irgendwie. Der weiß gar nicht mehr, wie ihm geschieht. Buchhalter! Ey, der Arme. Sagen die ganze Zeit Buchmacher. Jetzt kommt, ich habe immer das Bild von deinem Mann so im Kopf, so dieses hier. Jetzt?
hier, oh, wie heißt der, Pate-mäßig, weißt du, der Buchmacher hat, also sein Buchhalter, und dann, ich habe das geklärt, Johnny. Buchhalter. Das habe ich gesagt, deswegen heißt der Buchhalter. Nicht, weil er irgendwie mit Zahlen umgeht, sondern weil er einfach den Tatort immer picobello aufräumt. Genau. Der ist in der Sitzung. Der ist gar nicht da. Hey, wenn auf ich sage, ich gehe auf die Sitzung. Eine Zeitung und dann umgeklemmt. Nee, der geht immer mit dem Tablet, aber der ist Generalversammlung. Jetzt habe ich es in der Sprachfindungsstörung. In der Generalversammlung von der Blasmusik. Es wird immer besser. Läuft. Er läuft richtig gut für den Buchhalter heute Abend. Ja, wenn der heimkommt, ne? Der darf das ja gar nicht sehen. Dann sag ich, ach du, ich hab da keinen. Ach nee. So, der Manne meint, du sollst dem Mittelfinger etwas mehr Tiefe geben. Ja. Was ist das? Der ist in der Mitte zu dünn. Das ist immer blöd. Das muss ich ihm aber tatsächlich recht geben. Oder hat er so verrunzelt? Das ist so lang. Nee, den meinte ich nicht. Also ihr meint den hier? Ja. Das hier? Also untenrum. hier ist der super dunkel. Im Referenzbild kann ich noch mehr machen. Aber also unten im Gelenk finde ich den auch zu dünn. In der Handfläche. Handrücken. Ja, da genau. Also wenn du was nicht weißt, dann fragst du mich. Ich bin jetzt einfach... Guck mal, jetzt geh mal an das Gelenk, wo der sich ja biegt, die Hand. Und dann in der Mitte. Ja. Das ignoriert der einfach. Ich habe 20 Sekunden Delay. Nein. So geil. Nein, nicht da brushen. So ist schon lange fertig. Also ich habe es leider immer noch nicht ganz verrafft. Aber ich denke, oder meint ihr das hier? Dann tu doch einmal das, was man dir jetzt ganz genau sagt. Okay? Also, du kennst die Hand und die Hand, die kann so winken. Also das Gelenk. Ja, das kann ich. So, und wenn du jetzt Richtung Finger gehst von dem Gelenk, dann hast du doch so die Handfläche. Sorry, ich hatte gerade da gehen die Finger genauso. Ja, schreck. Du sagst doch, wenn die Fackel brennt, dann kommt die aber richtig. Das sind die jetzt richtig cool. Jetzt hat noch nie ein Mensch zu mir gesagt, Fackel. Echt? Ja, das ist ja bei uns auch überhaupt, bei uns heißt es schon Gerät, oder das ist... Ja, das ist ja auch, das ist gängig. Gerät, Brett, Fackel. Brett? Brett ist, wenn es vorne nichts hat und hinten nichts hat. Ja, ich habe von beidem. Also ich habe überall. Ja, habe ich gesehen, Schatz. Achso. Also ich habe jetzt mal hier... nochmal darauf hinweisen. Nur mal als Dingens, als Referenz. Man sieht hier, also das habe ich sehr dunkel gemacht hier, weil das Handgelenk so komisch abknickt. Also. Ja, aber es geht auch so hoch, guck. Ja, da kann ich noch ein bisschen Highlights reinmachen. Aber ansonsten so, ja, Finger sind nicht so meins, habe ich ja gesagt. Naja, aber der hat jetzt auch eine komische Kralle. Ja, das liegt aber an dem Lichteinfall, glaube ich, auch, dass der Finger so dünn wirkt, ne? Ja. Wenn da... Und der hat so eine komische Kralle. Das ist ein bisschen, ja, wie gesagt, da halte ich mich mal ein bisschen mehr dran. Ach, ist doch auch egal, ist doch nur ein Übungsbild. Ist doch nur ein Übungsbild, Mensch. Ich finde es voll geil, nein, oh Gott, das ist ein Übungsbild. Das ist halt böse. Nur ab und zu, nur wenn man uns zwingt. Manni, lach. Der hat halt auch schon Riesenspieße gemacht. Ja, und den Fett gegrillt. Warst du alleine, Mann? Ne? Und mit seiner Frau. Ja, siehst du mal, was die auf dem Grill laden für zwei Leute. Hier, so aber wird ganz gegessen. Aber ganz schnell bist du still. Hast du das gesehen, was da auf einmal sagt, ich möchte keine Bilder mehr gepostet haben vom Essen. Ich möchte das nicht mehr, ich kriege immer Hunger. Rollt sich da einen ab im Discord, gell? Nur weil ich einmal... Und da, hast du das gesehen, was ich aufgeboten habe? Ja, das stimmt.
So, ich will nie wieder hören, dass ich kleine Portionen koche. Die waren alle satt. Die sind da gelegen, die haben 5 Schnäpse gebraucht und ich musste mittrinken. Ich war stirnhagelvoll und hatte am nächsten Tag Kopfweh ohne Ende und musste zur Arbeit. Boah, das ist natürlich mies. Junge, ich sag dir, ich trinke ja gern apropos Schnaps, Dave. Also wir müssen ja noch schon zusammen unser Schnäpschen trinken, gell? Ja. Ja. Also das Schnäpschen danach... Ich habe destilliertes mitgebracht. Und den kriegen ganz, ganz wenig Leute. Also wirklich wahr. Ja. Und das ist ein ganz besonderer. Und auf jeden Fall, den haben wir da auch. Das ist ja Familie, den haben wir da auch. Und ich sag dir, dann mussten die anderen noch, weil sie sagten, der ist zu heftig. Und ich musste immer brav mittrinken. Oh. Also das muss man dann Instagram. Echt verkraften, weil ich trinke ja nie Alkohol groß. Also dann ist das schon heftig. Zwischenfoto. Du haust schon so richtig auf die Kacke, gell? Kein Fleisch, kein Alkohol. Nee, da nur geht ab schon und richtig, an. Da geht voll. Schon richtig was. Vegetarier. Nein, ich bin. Ich bin kein Vegetarier. Feindgruppe. Ich weiß. Ich bin ja nur so, dass ich eben kein so ein Bollen Fleisch vor mir brauche. Also das brauche ich ja ganz sicher nicht. Und ich koche es ja auch gern und ich rieche es auch gern und alles drum und dran. Ich habe mir letztens wieder Pulled Pork gegönnt. So 600 Gramm und dann mit Soße und so. Und dann habe ich mich da einfach nur satt gefressen an dem Fleisch. An eurem Foodtruck. Nee, das gibt es hier in der Nähe, haben wir so einen geilen Metzger. Der macht das immer selber. Richtig schöne Qualität. Okay. Und da gönne ich mir hin und wieder mal was. Und das war so Porno, ey. Und dann habe ich einfach nur Brot dazu gegessen. Das hat schon gereicht. Ich war einfach nachher so voll gefressen. Und meine Frau stand dran und so, hey, kann man nur. Und ich so, ah, hab das Ding gemampft. Aber das war butterweich. Das war einfach nur. Denk einfach dran, geil. Unsere Wildschweine sind größer als eure Pferde. Mann, ey. An 600 Gramm. Hat Essen. Das sind aber auch Portionen, meine. Hey, das war nur das Frühstück, ja? Ich wollte das gerade erzählen. Ich habe mir für morgen ja noch ein Steak geholt. Diese Schweine. Ich war auf dem Markt und der gute Mann hat Werbung gemacht. Heute gibt es hier Ribeye Steak und da habe ich gesagt, er soll mir ein schönes runterschneiden. Und da habe ich nur so geguckt, na, ein bisschen dicker geht auf den Grill und dann hat er so einen Ranken runtergeschnitten, legt es auf die Waage, 580 Gramm. Denkt sich, oh, das passt genau. Alles andere ist Aufschnitt hier. Aufschnitt. Geil. Aber dann macht ihr auch keine großen Beilagen dazu, dann gibt es nee, Fleisch, ich, oder? Ja, ich mache so ein paar Bohnen dazu oder so. Ein paar Beans! Ja, so jedes, grüne Bohnen, also nicht so. Jedes Böhnchen gibt ein Tönchen. Na sicher. Na sicher. Und dann furzt man den Hund von der Liege runter. Der macht da mit, der ist da völlig ungeniert. Ich krieg jetzt so richtig schön Wikingerbart, ey. Aber der sieht auch im Fernsehen auch massiger aus. Das ist die Frage, wie lange ist er noch über Nacht, ist der über Nacht gewachsen. Aber ich habe den gar nicht so gekriegt. Ja, spätestens, wenn es das erste Mal anfängt zu jucken, dann überlegt man schon wieder, ob er weg soll oder nicht. Aber die Mütze ist geil. Die trage ich mittlerweile sowas von. Meine Frau hat immer gesagt, die hasst solche Mützen. Und dann habe ich mir die ja bestellt. Und dann so, ja, und dir sieht es okay aus. Und irgendwann so, ja, eigentlich gefällt es mir. Also das Säckle da hinten, da das Muckesäckle da dran ist. Ah, wenn ich keinen Bock habe, mir die Haare zu machen, dann habe ich die Dinger immer an. Ach, das ist geil. Ich überlege gerade, ob ich wirklich bei dir war. Ich habe ein ganz anderes Bild von dir. Ich wusste gar nicht, dass es so ein Bart ist. Wo warst du denn dann? Ich frage mich gerade auch. Mir ging so viel vom. Ich war so auf Droge. Also ich glaube, ich habe da schon die letzte Mitte. Und wer war die Frau Stunde bei Dave? Die Fackel war wahrscheinlich jemand anders. Ja, genau. Also, da tut mir voll leid, dass ich nicht konnte. So. So, ich mache mir jetzt hier noch so ein Engelchen auf. Jetzt bin ich rent. Meinst du, verträgst noch ein zweites? Ja, es reicht mir schon vollkommen. Es ist eigentlich schon das dritte. Ups. Aber, ja. Muss den Deckel angucken.
Ey, so ein Motiv müssten wir auch mal machen. So ein kleines Engelchen mit so einem kleinen Pümmelchen dran oder so. Irgendwie sowas Kirchliches halt. Ja, weißt du, warum das Engelchen, warum es die Engelchen so gibt und was die überhaupt zur Bedeutung haben? Mhm. Ups. Hm? Also die Engelchen, das hat ja schon den Zwiefalten von der Barockkirche. Da sind ja ganz viele Barockengel drin. Und der zieht sich wieder um gleich. Und daher kommen halt auch diese Engel und die haben das alles jetzt mit Merchandising alles um und hin und her. Merchandise. Und deshalb haben die alles Merchandising. Und die haben da alles jetzt mit diesen Engelchen, da haben sie auch ihren Engelcup und dann haben sie ihre Engel-T-Shirts und alles drum und dran. Und deshalb auch so halbe Barockengel. Guck, das ist süß. Das Fokus will nicht. Fokus. Ich habe ein ähnliches Engelchen, habe ich auch als Vorlage. Streckt so einen Mittelfinger raus. Ey, ich muss sagen. Das hatte ich auch schon angefangen zu machen, um den dann, das war halt noch, ist schon ein bisschen länger her und habe dann, wollte quasi die Schatten machen und habe natürlich schwarz genommen und das ging voll in die Buchse. Oh. Halt, ne? Also merkst sofort, das war. War ein Übungsbild. Das war sowieso ein Übungsbild, ja, scheißegal. Aber das wird dann nochmal gemacht, ja? Das hätte ich gern schon nochmal gesehen. Ja, ich bin jetzt auch hellig geworden. Aber was ich geil finde, ich bin jetzt nicht so der krasse Kirchengänger oder so. Ich trage gern Kreuze, weil ich sie irgendwie einfach von der Optik her geil finde, als Kette und so. Aber ich bin jetzt nicht so der passionierte Kirchengänger. Aber ich finde Kirchen irgendwie total spannend, weil sie cool aussehen. Also als wir in Garmisch waren, da war so eine richtig punktvolle mit brutal viel Gold und dann die Malereien. Mich interessiert das schon, weil das wieder was so Künstlerisches ist. Und ich denke, Alter, wie haben die das gemalt und wie krass sieht das aus? Und das finde ich mega spannend. Deswegen gehe ich eigentlich gerne da rein und schaue mir das an. Also das heißt, wenn du bei mir bist, dann gehen wir nach Zwiefalden in die Barockkirche. Ich hoffe, ich gehe nicht in Flammen auf, dann passt es. Nein, nein, was auch super interessant ist, von mir wie heißt das, nicht Vorgänger, wie heißen denn die, Vorfahren. die Vorgänger. Also von mir, aus meiner Familie Vorfahren aus dem 15. Jahrhundert, haben da mitgezeichnet. Krass. Also da gab es einen Maler, der da also mitgezeichnet hat. Und da hat es mega, also das ist wirklich sieht eine das dann Hammer. So HR-Giga-mäßig aus. das ist genau das. Richtig barock, also wirklich. Also immerhin der Negerländerkirche, oben im Portal drin. Ja, Hämmer. Das böse Wort. Nee, ich hab's ja in süß. Kirche, gell? Da guck mal, ich finde das Bild jetzt. Ja. Ihr seht das Bild ein bisschen später, aber ich finde, das sieht irgendwie geil aus. Also das hat irgendwie, die anderen Finger, die sind okay, die fallen nachher, glaube ich, nicht mehr so aber auf. Aber die Farbe wirkt jetzt auch gar nicht so pink, wie du am Anfang gesagt hast. Sieht gut aus. Ja, die machen wir noch ein bisschen dunkler nachher mit dem Rot, aber den machen wir natürlich auch noch dunkler. Das sieht jetzt ziemlich blass dagegen aus. Aber den werde ich Elke, du hast ja jetzt den Plan. Um wie viel dunkler wird das denn durch die Kamera? Weil du hast das Original ja gesehen. Ich war ja gar nicht da. Ach, du warst ja gar nicht da. Ich finde es, glaube ich, krass, durch die ganze Kompression, durch das ganze Internet geht so viel verloren. Ihr seht eigentlich, sag ich mal, nur die Hälfte von den Details. Da ist so viel mehr also drin. Definitiv. Das ist immer voll schade, auch über Discord und so. Man sieht immer nur so die Hälfte gefühlt. Und es ist wirklich, die Farbe ist wirklich anders. Die Farbe ist viel, viel, wie soll ich sagen, satter, kräftiger und aus. Ja. Aber einfach das ist auch, ich habe hier oben ein anders. Fotostudio. Ja, das sieht schon sehr geil aus. Ja. Manne sagt es ja auch, aber die haut natürlich. Würde mich halt echt mal interessieren, weil so diese Tiefe, die kommt irgendwie nicht so rüber. Dann, und die ist aber im Echten wirklich da. Na eben. Also die ist wirklich da. Und das Grün ist auch nochmal. Wie soll ich sagen, viel weicher, viel tiefer. Also es ist wirklich, ich bin echt erschrocken. Ich habe ganz blöd gesagt, das ist es. Also ich war echt total erschrocken. Also hier kriegt man schon den Eindruck, wie das Grün auch aussieht. Das sieht im Endeffekt von den Kontrasten auch so aus, dass es sieht bei hier brutal dunkel aus. Bei euch sieht das halt eher, ja auch jetzt auf dem Referenzmonitor sieht das viel grasgrüner und viel, viel überlichteter aus. Aber das ist natürlich dann halt ein Problem. Aber wie gesagt, das werde ich trotzdem abdunkeln, weil ich möchte das schon noch ein bisschen krasser, kontrastreicher haben. Dann wird das der Rest noch mal ein bisschen,
Also ein mit dem Hobbitzle Dünkler. Dünkler. Ein bisschen. Er kann nicht Dünkler sagen, er sagt immer mein Dünkler. Mein Dialekten hier. Der Stadtdialekt. Geil. Es ist wirklich im Original, das ist echt anders. Ja, meine. Ja, und dann kommt noch Firnis drauf, der schafft auch nochmal Kontrasterhöhung. Dann wird das noch besser, aber wie gesagt, ich schaffe da trotzdem noch ein bisschen rein. Da muss die Gun nachher nur wirklich 100% sitzen, weil danach kann ich gar nichts mehr machen. Wenn es dann schief geht, dann ist rum. Wenn es dann so Spinnbeine hat, also das wird noch spannend im Gesicht, weil alles andere ist mir wurscht, aber im Gesicht muss es dann sitzen. Also da werde ich dann mir mal einen guten Tag rauspicken, wo ich gut drauf bin und dann... Wäre meine Frage gewesen, hast du schon eine Idee, wann du weitermachst? Tja, an für sich... Was haben wir heute Samstag? Morgen ist Sonntag. Morgen vielleicht nicht, aber wahrscheinlich am Montag dann. Montagabend. Und wenn es mich arg bockt, vielleicht morgen, aber ich muss mal schauen, wie es mir einfach gesundheitlich geht, was die Nase so treibt. Sonntag ist der Tag des Herrn, da machst du es nicht. Ja, außerdem läuft morgen Abend Eishockey. Das ja, ich mache eh erstmal noch den Rest. Die Zipfelmütze und die Klamotte, von dem ist ja auch noch. Die Müpfelsitz! Genau, also da haben wir auf jeden Fall sicher noch. Nein, die Müpfelsitz! Du musst die Buchstaben verdrehen. Müpfelsitz. Nicht Zipfelmütze, sondern Müpfelsitz. Warum? Weil es schön ist. So ein Quatsch. Einfach nur das crazy. Die Leute sind so crazy. Die Community ist so verrückt, die passt perfekt zu mir. Du wirst die Oma schon vom Dach schubsen. Genau. Gib mir das Erbe. Soll das bedeuten, du wirst das Kind schon schaukeln? Also ich du denke, machst das schon? Ja, ja. Ja. Was fragst du mich? Das hat der Mann geschrieben. Ja, ich frag ja auch gespannt. Einen Mann. Achso, ich hätte ihn ansprechen müssen. Ich bin mal gespannt, wie das Gesso so wird, also das Schminke-Gesso. Ich wusste nicht mal, dass die welches haben. Das wird mal interessant, das Schwarze. Siehst du, wir verstehen uns, Mann. Das weiße Gesso habe ich jetzt auch schon mal drauf geprügelt, aber ich habe das jetzt nicht so gemacht wie beim Hardy in dem Bild, dass der das gespachtelt hat, sondern ich habe es mal ganz moderat draufgeschmiert, ganz normal. Bin mal wie gespannt, dick ist das jetzt? Das hat es normal eingezogen, wie Acrylfarbe. War gut zum, okay. Man sieht ja, aber das sieht man aber schon noch gut, Struktur. Das mag ich aber auch an der Leinwand. Man darf sie ruhig noch sehen, sonst brauche ich keine Leinwand nehmen, sonst kann ich auch eine Holzplatte nehmen und die weiß lackieren. Da verstehe ich das Gesso und dieses Leinwandspachteln irgendwie null. Ja, wenn du da wirklich radieren willst und sowas mit dem Gesso-Zeug, dann musst du da 4 oder 5 Schichten drauf machen und dann drüber schmirgeln. Dann geht auch die Struktur der Leinwand weg. Aber ist die Frage, ob das dann Sinn der Sache ist. Ja, ich habe es jetzt einmal gemacht und möchte wissen, ob das schon ausreicht, um da eventuell noch drauf kratzen zu können, wenn man möchte. Da gucke ich mal ein bisschen rum. Also was auf jeden Fall schwieriger ist, zu übertragen auf dieses Gesso-Zeug. Ne? Okay. Weil wenn du weißen Untergrund hast und willst beispielsweise mit einem Bleistift vorzeichnen, da siehst du deutlich schlechter als auf der reinen Leinwand. Habe ich da jetzt einen schönen, tollen Aquarellstift hier von Stabil. Die habe ich mir auch geholt, die sind Bombe, die Dinger. Also vor allem die habe ich ja von Airbrush for You gekriegt, aber mittlerweile nehme ich den lieber als Bleistift. Ja, die finde ich irgendwie ganz geil und die lassen sich auch ein bisschen besser abcovern. Da hat der Markus Koch mal wieder recht gehabt, weil der hat das mir schon vorher gesagt, aber ich habe wie immer nicht gehört. Ja, aber nee, der hört ja nicht. Ja, genau. Ach, muss erst ein anderer kommen. Aber echt, Worder. Kann er mal Danke sagen? Danke kann er sagen. Danke, Markus. Vielen Dank. Das hat er jetzt aber auch ernst gemeint. Ja, genau. Ich fand es nur so süß, wo er gesagt hat, so, guck mal, ich habe meinen Sohnemann gezeigt, dass du meinen Namen gesagt hast. Ich bin im YouTube. Ja, das ist so geil. Immer nur lässig, ey. Ja, aber guck, der Farbkreis von ihm hängt ja jetzt da drüben. Hängt da oben. Ha. Da lehnt sich immer mal wieder ein bisschen drauf. Das ist schon ganz nice. Und hier mein schönes Vögelchen. Ich stehe ja voll auf so Glassachen. Ich bin ja so ein bisschen... Glasbläser finde ich voll interessant, weil das auch wieder so eine Kunst ist. War jetzt voll klar. Ey, ich bin da völlig strange, was sowas angeht. Keine Ahnung. Aber so Glasachen bin ich total verrückt danach. Und Glasbläser.
Ja, war der Markus auch schon bei dir und hat dir was aus Glas mitgebracht? Nein, aber das muss er dann machen. Muss jetzt jeder was aus Glas mitbringen, wenn er zu Besuch kommt, dann wird das hier vollgeballert. Ich habe es ja schon gemacht, ich habe Flaschen gebracht. Ja. Glasflaschen. Ich bring mir mal gut mit. Er steht ja voll auf Glas. Ich wusste es anscheinend. Ach, perfekt. Ja, super. Ich glaube, wir machen jetzt mal Schluss. Jetzt haben wir 9 gleich. Das ist perfekt. Ich kann die gerne einmal kurz durchpusten. Und ich vergesse mal, in die Kamera zu gucken. Mein Gott. Aber ist ja wurscht, ist ja mein Kanal. Kann ich ja machen, was ich will. Wie war das hier mit dem King of Queens? Und ja, hat wieder mega viel Spaß gemacht. Ich freue mich schon wieder drauf, wenn wir da weitermalen. Das ist immer ganz nice. Weil wir haben ja noch die Mütze und die komplette Klamotte. Das dauert sicher noch mal 2 Folgen bestimmt noch, bis wir dann überhaupt mal anfangen, das Zeug abzudunkeln mit den Komplementärtönen. Und ach, das wird, glaube ich, noch gut reinhauen. Was meint ihr? Ach, hör mal, guck mal, was der Manni macht. Falls ich es mal schaffen sollte, bekommst du ein Trinkhorn. Boah, das wäre natürlich richtig Porno. Aber das ist ja mega. Mein Krug, aber ein Horn ist natürlich nochmal horny. Bin ich voll dabei. Ja, genau. Horny. Das horny Horn. I'm horny, horny, horny tonight. Okay. Das singt ihr aber dreckiger. I'm horny. Ja, ich kann nicht singen. Ja, aber tanzen ehrlich gesagt auch nicht. Ja. Ich mache trotzdem beides gern. Das ein Lob nach dem anderen abgefeuert hier. Leute, ich sag's euch. Jetzt kommt's. Also, jetzt so, muss ich beenden. So Cut. Eigentlich ist er ja echt ein süßer Tanzberger. Er hat ja einmal, hat es ja tatsächlich doch beschrieben, dass sich nichts bewegt außer die Hüfte. Es ist tatsächlich so. Also ich habe ihn vielleicht nicht auf der Bart geguckt, aber ja, weißt du, bei so viel Gegengewicht ist es schwierig, sich dann weiter zu bewegen. Es ist halt, du Quatsch. Es ist halt, wie es ist. Halt. Ja. So viel Gegengewicht war nicht. Aber das war einfach ein Kugelgelenk. Herrlich. Ja, ey, das hat man mir immer gesagt beim Tanzen. Das sieht ganz, ganz, ganz weird aus. Deswegen mache ich es auch wieder. Ich mache es trotzdem, ja. Ja, ja, es ist mittlerweile, glaube ich, schon in der Kategorie so gut, also so schlecht, dass es schon wieder gut ist. Ja, ein Trinkhorn, wo 5 Liter reingehen, also das wäre natürlich für eine Session natürlich richtig gut. Sollte ein Tier gewesen sein. Das schaffst du gar nicht, weißt du, wie oft du da aufs Klo musst. Hast du einen Stoßzahn auf dem Tisch stehen. Erst das Horn leer trinken und dann mit ins Schlafzimmer nehmen. Also, Nils hat meine Adresse, weißt du Bescheid, alles gut. Ey, guck mal hier, der Achim, der hat auch noch eins. Dem Achim passt es auch. Es gibt dicke Arme, ja, genau. Ich glaube, das wird hier langsam... Du musst heben können und dann wirst du belohnt mit dem Inhalt. Das wird der Wikinger-Kanal, hier, guck mal hier. Der Kratos, der Wikinger, hier, Wikinger-Bart, überall Bärte, alle haben Bärte, Hardy. Der Nils hat sowieso Bärte. Aber die Elke nicht. Nein. Er weiß. Sag nichts Falsches. Ich hab's dir nicht angeguckt. Ziegenbärtle. Nein. Ich? So ein leichter Flaum auf der Oberlippe. Sei froh, dass es kein Stacheldraht ist. Okay. So, ihr haltet mich davon ab, aber wir gehen jetzt offline und genau. Bis zum nächsten Mal, würde ich einfach sagen, ihr Lieben da draußen. Ja. Schönen ihr Abend noch. Und auch nicht so netten. Schlaf gut. Genau, dann sehen wir uns beim nächsten Mal.